So, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, ein großes Geheimnis. Heute, den 31.12.2021, beginnt der Rest deines Lebens. Wie lange dieses Leben dauert? Ewig. Das ist so eine unvorstellbare Aussage, solange du ein tiefgläubiger Materialist oder religiöser Mensch bist. Aber das ist eine hundertprozentig sichere Tatsache, die ich dir mit Holofeeling ins Bewusstsein führe. Es ist also definitiv so, dass ich das wieder vorneweg sage. Ich hoffe mal zum letzten Mal, ich erkläre es nur den Geist, der sich jetzt dieses Video anschaut und ich sage mal, sich diesen Lautsprecher anhört. Diese Worte anhört. Ich habe das lang und breit in vielen, vielen vorhergehenden Selbstgespräche und ich mache jetzt das so, vorhergehend gibt es nicht. Du solltest verstanden haben, dass letztendlich alles, was du wahrnimmst, immer nur hier und jetzt wahrnehmen kannst. Das muss eine Information sein in dir. Wenn es keine Information in dir ist, in deinem Gehirn, würdest du als Materialist sagen, kannst du es nicht wahrnehmen. Und das schließe ich auch hier damit ab und vorneweg, das, was du jetzt hörst, wird alles verändern, was du bisher geglaubt hast. Das ist bei Holofeeling sowieso prinzipiell der Fall. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, wirst du ein riesengroßes Problem haben in der Ewigkeit. Das ist dieses, wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Dach und ein Dach sind wie 1000 Jahre. Du musst jetzt eine Weiche stellen. Du Geist, ich unterhalte mich nur mit einem Geist. Die Frage ist, wer hört mich jetzt sprechen? Wer hört sich jetzt dieses Gespräch an? Ein Geist oder, ich drücke es mal so aus, ein nebensächliches Abfallprodukt eines Trockennasenaffengehirns. Dir sollte klar sein, dass deine logische universitäre Erziehung, wenn du studiert hast, Medizin studiert hast oder Philosophie studiert hast oder Theologie studiert hast, dass dich das alles, egal welches Studium du durchlaufen bist, gedanklich, dich in Sackgassen geführt hat. Es geht hier um Sachen, die hundertprozentig sicher sind und es erfordert jetzt erst einmal die Demut zu begreifen, dass 99,9999 Prozent all dieser Sachen, die du jetzt denkst, die du bis dato, bis zu diesem 31.12.2021 als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, weil die Wissenschaftler dir das erzählt haben, dass das alles Lügen sind. Dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es sind Hirngespinste. Und wir fangen jetzt ganz, ganz definitiv vollkommen neu an. Wir müssen einen Nullpunkt setzen. Und ich zeige dir, wie das funktioniert. Zuerst einmal, indem du an der Rolle, die du zurzeit spielst, zuerst einmal überhaupt nichts veränderst. Um das gleich klar zu sagen, wenn jetzt eine Sekte kommt oder wenn du Gott hörst, wenn du jetzt wegzappst, weil du meinst, das ist lächerlich. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, brichst du dir selber das Genick. Du wirst den Tag verfluchen, wo du jetzt nicht aufmerksam zuhörst, bis in alle Ewigkeit. Und du wirst immer wieder neuen Hass aufbauen auf dich oder auf andere, weil du einfach zu bequem bist, dich einlullst in deinem einseitigen Wissen, das du geistlos nachäffst. Dazu erzählt zum Beispiel auch dieser Grundglaube, ich bin ein sterbliches Säugetier, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren, ich lebe von der Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, bla 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 bla. Zeig es mir. Zeig es mir, dass du in der Vergangenheit geboren wurdest. Was kannst du mir zeigen? Einfach nur ein Fetzen Papier, eine Geburtsurkunde, wo Zahlen draufstehen. So, und da kommen wir jetzt gleich zum ersten Punkt. Wenn in dir, in deinem darstellenden Bewusstsein, irgendwelche, und ich sage jetzt immer bewusst, entweder Brösel oder Trockennasenaffen auftauchen, diese Menschen, hebräisch Medim oder Enoshot, sterbliche Menschen sind Säugetiere. Es sind existierende, da steckt das Tier schon mit drin, Erscheinungen und alles, was in dir erscheint, in deinem Bewusstsein als Information, ist nur so lange da, solange du das denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, ob da außen überhaupt Menschen außerhalb von deinem Kopf Menschen existieren, wenn du nicht dran denkst, das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Du wirst dann nie Fall machen vor diesen biblischen Gesetzen, von dem Weisheit, die du in allen Religionen deiner Welt findest. Ich beziehe das jetzt nicht nur auf die Bibel, Altes Neues Testament, ich beziehe es nicht nur auf den Koran,
auf die Upanishaden und so weiter und so weiter und so weiter, sondern ich beziehe das auch auf deine Physikbücher und auf deine Chemiebücher. Die sind voller Weisheit, das sind auch religiöse Schriften. Und diese religiösen Schriften als Ding an sich sind alle 100% richtig, was da drin beschrieben wird. Was im Argen liegt, ich betone das immer wieder, ist die Auslegung, die deine Lehre, die du dir jetzt ausdenkst. Wo waren die, bevor du sie jetzt gedacht hast, bevor ich die Worte gesagt habe? Die haben nicht existiert. Das ist ein vollkommen neuer Zustand, die deine Lehre dir beigebracht haben. Auch lang und breit erzählt, ich würde dir anraten, nimm dir die Zeit, du hast in der Ewigkeit unendlich viel Zeit. Das vorhergehende Selbstgespräch, ich meine nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Heute ist der letzte Tag deines Lebens. Dass du dir das mindestens zweimal gewissenhaft anhörst und du wirst merken, ohne die Grundlagen von Holofeeling kommst du nicht weiter. Die Grundlagen von Holofeeling sind ganz leicht zu lernen. Da geht es um 22 Zeichen bzw. Buchstaben, mit denen du jeden Text in eine komplett neuere Bewusstseinsebene heben kannst, also komplett anders auslegen kannst und dann ganz andere Perspektiven zu sehen bekommst in einem streng arithmetischen System. So, und ich übertrage jetzt mal den Bildschirm, dann lassen wir es genug sein. Und dann gehen wir mal in eine wundervolle Reise in deine jetzt ausgedachte Vergangenheit. Ich muss das mit Ton machen. Und ich springe jetzt als allererstes einmal hier in die Wiedergeburt des Jahwe. Da bin ich im letzten Selbstgespräch, in dem Vorhergehen, darauf eingegangen. Und zwar geht es hier um eine Zahlenstruktur. Es ist also folgendermaßen, in einem symbolischen Wert, das 1996 ist genau der 6000. Geburtstag von diesem Adam, wenn wir das einmal durchlaufen lassen. Das kann man sich nachlesen, die Wiedergeburt des Christus ist letzten Endes hier eine Schrift dieser Ohrenbarungen. Du findest das alles in den Ohrenbarungsschriften. Das ist jetzt zum Beispiel das vorhergehende Selbstgespräch. Das heutige ist ja der 31. Dezember 2021. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich reindenkt, dass man sich Zeit dafür lässt und es mehrere Male anhört. Ich kann es immer nur anraten. Wenn du meinst, du hast Wichtigeres zu tun, zögerst du deinen Wachwerdeprozess bloß hinaus. Du musst dir auch keine Gedanken machen um irgendwelche andere Menschen, dass du die retten könntest. Du kannst etwas existieren, das nicht retten, wie der Name Existere sagt, tausendmal erklärt. Es tritt aus dir heraus. In dem Moment, wo du einen Menschen denkst, beginnt er in deinem Kopf zu existieren. Aber da fange ich jetzt nicht nochmal an, da ist jetzt Schluss. Heute ist Schluss mit diesem Geplänkel. So, und wir springen jetzt da mal rein. Es geht mir in erster Linie um den Begriff Masse. Das heißt jetzt, wenn du die 4400 vor Christus, wo angeblich nach biblischer Chronologie der Adam geboren wurde, hatten wir 1996, das ist das Erscheinungsdatum eigentlich der Urschrift der Ohrenbarungen von Holofeeling, genau den 6000. Geburtstag. Und wir haben jetzt das Jahr 2021. Und wenn du das zusammensetzt, wirst du feststellen, es sind genau 25 Jahre. Merk dir bitte diese 25 Jahre, die sind sehr, sehr wichtig, weil wir die 25 jetzt dann gleich uns genauer anschauen. Das ist nämlich Wurzel 25 ist plus 5 minus 5. Ich will jetzt zuerst mit ein bisschen einem wissenschaftlichen, technischen Bereich anfangen. Das heißt dazu hier, wenn wir hier reinspringen, beginnt das ganze Spiel in der Physik im Nullpunkt Gottes. Das heißt also, ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück. Wenn wir hier runterfahren, wirst du merken, dass hier eine genaue Aufbau ist. Am 11.8.4004 vor Christus. Das ist natürlich ein symbolisches Datum. Das heißt, 11 ist AI, das schreibt sich auf hebräischen Zeichen AI, das heißt der Schöpfer Gott ist eine große Kollektion. Und dann haben wir hier zwei Vieren mit einem Unendlichkeits dazwischen. Das ist unser Tetraederspiegel, der rote Tetraeder und der grüne und der blaue, Entschuldigung, die sich übereinander schieben. Und jetzt ist wichtig 7. Die 7 haben wir auch im letzten Selbstgespräch schon gehabt. Wir gehen da nochmal drauf ein, die 7 mal 7. 7 Tage später am 18., das ist ich. Die Ich-Kollektion war ich mit diesem Werk fertig. Ich rede hier in einer Ich-Form, weil ich behaupte, dass ich der Schöpfer der Matrix bin, der Welt, in der du dich zurzeit als Avatar befindest, als Spieler-Koi.
Um es auf eine moderne Metapher zu bringen, wenn du ein bisschen dich interessierst für Computerprogrammieren und für offene Welt-Videospiele. Das, was du jetzt als hyperrealen Traum empfindest, ist im Hintergrund eine Matrix, ein Computer, ein göttliches Computerprogramm, das im Grundprinzip genauso funktioniert, wie es in einer sehr einfachen Form jetzt als offene Weltsimulation in 3D zu kaufen gibt, wenn du einen guten Rechner hast. Normal gesprochen. Deine jetzige Welt, alle Informationen, die sind nicht wahrgenommen wie die gedachten, sind vom Grundprinzip exakt genauso aufgebaut. Bloß natürlich bei der Bescheidenheit etwas komplexer, aber das Grundprinzip bleibt komplett das gleiche. Und dieses Prinzip wird dir in Holofeeling erklärt. Streng wissenschaftlich, arithmetisch, streng wissenschaftlich meine ich göttlich wissenschaftlich und nicht affenwissenschaftlich. Affen äffen nach. Egal wer es ist. Und sie äffen Einseitigkeiten nach und sie streiten um Standpunkte. Und du musst dich jetzt hier als Geist, wohlgemerkt, über dieses System erheben, indem du sagst, alles, was ich denke, entsteht in dem Augenblick, wo ich es denke, hier und jetzt in mir als Information. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Du hast Reizauslöser, wenn du träumst, die kommen auch aus dir und du reagierst mit deiner jetzigen Logik, die du zum Denken benutzt und formst damit. Mit jedem, von Moment zu Moment, mit jedem Augenblick formst du deine eigene Information um. Das ist diese Splitter 200 Gramm roten Niede. Es ändert sich dabei nichts an dem Geist, der träumt. Du bist, um es einfach zu machen, dein bis jetzt ausgedachtes ganzes Leben lang immer derselbe Geist gewesen. Gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst und wie alt du zurzeit deinen Körper denkst. Egal an welchen deiner jetzt ausgedachten Personas, Maskenkörper du denkst, ob du dich als Säugling denkst, ob du dich jetzt als Jugendlicher denkst, als Kind, als Erwachsener, als Greis. In dem Moment, wo du an deinen Körper denkst, baust du hier und jetzt eine Information auf, die du selbst anschaust. Und es ändert nicht das Geringste an dem, der das erlebt. Das bist du, das ist der Geist, den ich das jetzt erzähle. Geist schreibe ich immer rot. Rot heißt, rot ist auch das hebräische Wort für Adam. Und für still und schweigsam steckt mit drin. Das heißt, es ist der absolute Beobachter, der sich in keinster Weise einmischt. Ich vereinfache das immer, dass ich sage, du bist ein Schauspieler, der steckt zurzeit in einer Maske. Du kannst jetzt die Rolle einer Frau spielen, du kannst die Rolle eines Mannes, eines männlichen oder weiblichen Trockennasenaffen spielen. Das ist vollkommen Geistesgeist. Geist ist nicht männlich oder weiblich, es ist ein vollkommenes Neutrum. Wir haben also hier, ich begann mit der Schöpfung deiner Welt am 11.8.44 vor Christus, 7 Tage später, am 18.8. war ich mit diesem Werk fertig, wobei am 6. Tag der Urarchetyp der Adam Kadmon auf der geistigen Bildfläche, das sind hebräische Worte, geistigen Bildfläche erschienen ist. Das wird beschrieben in Genesis 1,26, da kommen wir dann gleich noch dazu, die 1,26 in dem heutigen Update, bis 31. 26 ist Jahwe und 31 ist El oder All ausgesprochen, das ist Gott und das bedeutet auch nichts. Die Zahlenstruktur meiner Schöpfungsgeschichte ist also kein willkürlicher Zufall. Um kurz auf die 18 einzugehen, das Zeichen 10, J und das 8, das Chat ergeben zusammen ich. JCH. Wir haben dann auch noch das Interessante, es gibt ja nur das J und wir haben in unserem, sagen wir mal, deutschen Alphabet, lateinischen Alphabet, ist ja der 9. Buchstabe, aber das wird jetzt zu weit führen, sonst gehe ich wieder in eine Sackgasse rein. Okay, wenn wir hier das jetzt uns durchspielen, wirst du feststellen, dass wir dann irgendwann einmal hier, ich begann also mit meiner Schöpfung am 11.8. und jetzt schreibe ich schon 4004 gespiegelt. Die 11 ist Ei, ist der Schöpfergott, steht für nichts, das bedeutet auch nichts und eine polare Divinität. Das ist 1 Quadrat und 1 durch 1. Es ist ein arithmetisches System in deiner Traumwelt. Die 8 steht für IQB, das allumfassende erste Individuum. Jetzt musst du wissen, das Individuum kommt von Division. Die Vision, die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision. Das ist schlichtweg zuerst einmal eine Teilung. Und Individuum heißt etwas Unteilbares, das in Teilung ist. Das sind die zwei Seiten. Die Vorsilbe in im Lateinischen hat zwei Seiten. Es bedeutet zum einen innen und es ist auch eine Verneinung. Ganz einfach, alles, was du denkst, ist in dir drin, aber was ist eigentlich in dir drin?
Was ist in dir drin, wenn du an eine Erdkugel denkst, und was ist in dir drin, wenn du an ein Wassermolekül denkst? Ein Gedanke. Aber was ist der als Ding an sich? Ein digitales, neurologisches Konstrukt deines Gehirns, das du dir jetzt ausdenkst, das übrigens nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Wir können jetzt ein kleines Spiel machen, dass ich sage, so, jetzt denke mal bewusst an deine Nase und an deine Augen, an deinen Kopf. Und dann beobachte, wenn dieser Gedanke sich auflöst. Du wirst es nicht beobachten können. Ich würde dich vielleicht im Laufe des Selbstgesprächs öfters darauf hinweisen und dich fragen, wo war jetzt die ganze Zeit dein Kopf? Wo war dein Gehirn? Du bist auch dann da, wenn du nicht an die Dinge denkst, aber du lebst gespiegelt in dem riesengroßen Wahn, du musst diesen Körper am Leben erhalten, sonst gibt es dich nicht mehr. Obwohl doch für jeden bewussten Geist offensichtlich ist, dass immer nur das existiert, was jetzt als Information vorliegt. Und wenn du das jetzt als Brösel und der Brösel irgendwelchen Menschen erzählst und die wollen das nicht hören, ein klares Zeichen, dass du es mit einfach nur geistlosen KIs, mit Erscheinungen in deinem Traum zu tun hast. Die ganze Menschheit ist nichts anderes. Was ist die Menschheit jetzt? Ein Wort. Und aufgrund dieses Wortes wird dein Rechenprogramm, dein ganz persönlicher Intellekt eine Vorstellung aufbauen als Information, die du dir ausdenkst. Und du lebst bis dato vor Holofeeling in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit den Dingen, die du denkst, nicht das Geringste zu tun. Das muss man jetzt erst einmal verarbeiten. Das gilt für alles. Du warst bis dato, das heißt bis jetzt, bis heute, ein vollkommen unbewusster Geist, dem nicht klar war, dass alles, was er denkt, nur deshalb ist, weil er es denkt und genauso ist, wie er es denkt. Das gilt, ob du an Menschen denkst, ob du dir jetzt Qualitäten zusprichst, dass du sagst, das sind Gute, das sind Gescheite, das sind Böse, das sind Dumme. Sie entstehen in dem Moment, wo du sie denkst und sie sind genauso, wie du sie denkst. Selbst einen Gott, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Geschöpf von dir selbst. Und wenn du einen Gedanken, den du denkst, als mächtiger einschätzt als dich selbst, beziehst du dieses Ich selbst auch auf einen Gedanken von dir, weil du dann an den denkst, an den du eben denkst, wenn du an dich denkst, wo du sagst, der Gedanke, die Information bin ich und alle anderen Gedanken, alle Informationen, die nicht ich bin, sind halt irgendwelche andere oder irgendetwas anderes. Es ist aber das eine wie das andere, sind deine Informationen, die nur deshalb existieren, weil du sie denkst. Und ich rede jetzt von einem Du, das ich rot schreiben muss. Es ist nämlich ein Du, das nicht existieren kann als Ding an sich. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? In dem Moment baut sich in dir eine Information auf. Diese Information bist nicht du, du bist der, der sich diese Information ausdenkt. Okay, das lassen wir jetzt aber gut sein, weil das haben wir wirklich oft genug gesagt. Und wir springen jetzt einmal in die Physik. Jetzt bitte genau aufgepasst. Da heißt es, er, mittlerweile mache ich immer E Quadrat R, ich habe das immer sehr vereinfacht am Anfang, lässt mich jetzt die göttliche Erklärung meiner physikalischen Traumwelt denken. Ich bin der Geist, der sich jetzt diese Worte ausdenkt. Und du siehst, das Rotgeschriebene steht eigentlich für etwas, was in keinster Weise existieren kann. Was ist damit gemeint? Das ist der einfache Satz, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Du weißt, was nichts ist. Nichts ist ein nicht gedachter Gedanke, eine nicht wahrnehmbare Information. Ich muss eine Gedankenwelle aufschmeißen, dass etwas existiert, aber das, was du feststellen, wird in Wirklichkeit immer symmetrisch, immer halb bleiben, selbst wenn du nur eine Seite anschaust. Und diese Worte, da gehören jetzt auch diese roten Worte dazu, ausdenkst. Genau genommen sind jetzt diese roten Worte symbolisch gesehen etwas Blaues, weil das Blaue steht in der Holofeeling-Sprache für alles, was existiert. Es können rote Worte existieren, aber das Symbol des Roten, des Adam, ist etwas, was nicht existieren kann. Darum beginnt dieses Spiel ja auch hier in den 10 Geboten. Mach dir kein Bild von Gott. Adam ist ein Gotteskind, den Gott nach seinem Gleichnis erschaffen hat. UB 86 Elayom, das bist du. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, der du den Udo dir ausdenkst und dich selbst ausdenkst. Und das eine wie das andere existiert definitiv bloß, wenn du dran denkst. Jetzt, wenn du natürlich anfängst, die Gedanken zu machen und du sagst, ja, der Udo muss ja da sein, weil sonst würde ich ihn ja jetzt nicht hören, nach deiner jetzigen Logik, ich sage, was du jetzt denkst. Da ist eine Datei und du hörst einen Lautsprecher zu. Aber jetzt geh mal tiefer in dich rein und ich frage dich, glaubst du, dass diese Datei irgendwann von Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, ein Redo und ein Udo,
aufgenommen wurde während eines Skype-Gesprächs und dann ins Internet gestellt wurden, dass du jetzt in dir wachrufst aus dem Internet. Und jetzt fängst du schon an, alles, was du denkst, um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, was definitiv immer nur jetzt sein kann. Das ist wie die Worte, die du jetzt auf dem Monitor hast, sind alle gleichzeitig da. Das ist hundertprozentig sicher. Das Problem beginnt, wenn du diese optischen Worte zu Geräusche machen willst. Dann wirst du feststellen, dass du jedes Wort bloß jetzt aussprechen kannst. Das ist dieses Zack, Zack, Bild, 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 Geräusch, 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 Geräusch. Das heißt, du bist derjenige, der sich diese Worte jetzt ausdenkt, kein anderer. Das sind jetzt die geschriebenen Worte, die Geräusche. Wirst du auch selber sprechen, selber machen, wenn ich jetzt den Lautsprecher ausschalte und du fängst selbst an zu lesen. IOB spricht jetzt in mir mit meiner Gedankenstimme. Das bezieht sich, wenn du alleine da sitzt und es liest. Jetzt spreche IOB zu dir durch einen Lautsprecher. Die folgenden heilenden Worten, der Adam im Nullpunkt Gottes, im Nullpunkt des Nichts. Dieses All heißt auch nichts. Und das Null auf Hebräisch geschrieben heißt Webstuhl. Das ist der göttliche Webstuhl, ist die Matrix. Aber worum es mir jetzt geht, wir wollten die Masse anschauen. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Und jetzt gilt es ja, dass auch die Physikbücher heilige Schriften sind und es passiert dasselbe. Es wird vollkommen entheiligt von den sogenannten Physikern an den Universitäten, weil sie geistlos nachäffen. Das Geheimnis liegt in den Worten. Im Anfang war das Wort und alles, was geworden ist, ist Wort. Johannesevangelium lesen. Das ist tausendmal wichtiger wie der Bau einer Atombombe, das ein Atomkraftwerk ist. Du kannst von da außen keine Energie holen. Die Physiker wissen nicht einmal, was Energie ist. Die haben es in ihre Physikbücher drinstehen. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Es ist also, Energie ist etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existiert. Energie ist Geist. Wir sind die Energie, die die Welt erschafft in uns selbst. Kein esoterisches Geschwätz, Physik. Diese ganzen Formen sind unheimlich wichtig. Das Gewicht einer Masse entsteht jedoch physikalisch gesehen. Das ist jetzt dieses blaue Wissen, diese extrem falsche Physik in die Sackgasse, in die deine Menschheit hineingelaufen ist. An den Universitäten werden nur Lügen verbreitet, Einseitigkeiten und Unvollkommenheiten, obwohl die Formeln alle exakt stimmen und auch die Worte. Wir schauen uns das kurz an. Erst dann, wenn sich unterschiedliche Massen, also Masse hat schon was zu tun mit einer Vielheit, aufgrund der Gravitationskräfte gegenseitig anziehen oder gleichförmig bewegen, das müssen wir jetzt wichtig ist, dass die Masse, die Einheit der Masse ist Kilogramm. Das ist jedoch keine Gewichtsangabe, sondern eine völlig schwerelose Mengenangabe. Im schwerelosen Raum, das heißt, wenn sich um eine Masse im Universum nichts anderes befindet als die Masse selber, ist sie vollkommen schwerelos. Wenn eine zweite Masse, ein zweiter Gedanke auftaucht, dann ziehen die sich an oder wenn er beschleunigt oder abgebremst wird. Das ist die große Falle von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Das ist aber auch nichts verkehrt gelaufen. Wir brauchen das für das Konstrukt unserer realen Matrix. Aber viel wichtiger, man muss zuerst die spezielle Relativitätstheorie verstehen, die nämlich eindeutig in der Formel beweist, dass sich außerhalb des absoluten Mittelpunktes überhaupt nichts befinden kann. Das heißt, die Welt, die Bilder sind immer B-I-L-E-T-R, sind immer in deinem Kopf und die Sterne und alles, was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, kann immer nur hier und jetzt in deinem Kopf sein, wenn du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, existiert es gar nicht. Dann ist es noch da, aber auf einer jetzt gedachten Datei, die einfach nur eine Riesenkollektion von Möglichkeiten ist. An was denkst du, wenn du an das Internet denkst? Jetzt kannst du anschauen, wie viele Gedanken, wie viele Bilder, wie viele Vorstellungen in dir hochkommen. Aber all diese Vorstellungen, du bist ein Computer, symbolisch gesprochen, ein Rechnungsführer, kommen aus dir, aus diesem Mittelpunkt, der Gott ist. Okay, das Wort Gramm bezieht sich auf das altgriechische Wort Gramma und das bedeutet Buchstabe. Nomen ist Omen, das wissen nur geistreiche Grammatiker. Das ist das Erwachte, der rote Erwachte, E2R. Das ist diese E2-Energie in der Einstein-Formel. Und dick, wir können das auch übrigens mit einem G schreiben, wenn ich immer sage, das ist wie ich dick, wie ich der Mittelste, im absoluten Mittelpunkt.
Das ist das Spiel mit Holofeeling. Ich UB bin die absolute Zentralzone, das zentrale Licht. Ich nenne das immer die Lampe im Projektor. Der geistige Mittelpunkt einer aus mir herausgespiegelten Geistesform. Als Geistesform bist du ein peripherer Mittelpunkt. Das erscheint im ersten Moment. Das sind jetzt zwei Gestaltwerdungen von Wasser, das ist eine Gedankenwelle. Und End, immer dran denken, die vier Phasen der Vorsilbe End. Schwer verständlich, aber ich versuche das raumzeitlich physikalisch zu erklären. Auf einen Körper mit 100 Kilogramm Masse, bla bla bla, das Spiel kennt jeder Physiker, das ist alles richtig. Die Schwierigkeit ist, er denkt sich das alles aus. Und wenn wir uns jetzt hier mit der Sprache beschäftigen, wird das Ganze ein bisschen genauer. Wir gehen zuerst einmal hier, und ich habe es molekular schon dastehen, aber ich bleibe ganz, ganz kurz in der Masse, dass diese Masse, wenn wir die jetzt eingeben, Massa kommt von Gnede. Und da haben wir schon, Ken-Ede heißt, ich sage immer, ich spreche von 200 Gramm roter Gnede. 200 ist der Adam, rot ist dieses Bewusstsein des Adams und Ken-Ede heißt, es ist hier und jetzt. Wenn wir jetzt diese Panikmache und die Angstmache nehmen, in den Massenmedien, in den Massenmedien, jetzt muss ich da ganz kurz. Das ist einfach nur eine Menge, eine Masse. Wichtig ist hier immer die Etymologie der Namen. Und dann wirst du kommen, dass diese Masse, ein dickflüssiger Brei, jetzt muss ich natürlich wissen, dass Brei im Spiegel heißt. Oder ein äußerer Trümmerhaufen. Das ist jetzt überhaupt nicht willkürlich, sondern das ist ein Spiel mit Holofeeling, dass ein Wort, wenn du das einseitig auslegst, du eigentlich von dem Wort so gut überhaupt nichts mitkriegst. Das vorhergehende Selbstgespräch nochmal anhören, wo ich ein bisschen hier auf das Erwachen, auf das Selbstgespräch Erwachen eingehe mit diesen drei Stufen. Die Oberfläche, die Eischale, das Eiweiß und das Eigelb. Das müsste jetzt reichen. Und das heißt also, diese Masse, man kann das Ganze hebraisieren und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann wirst du feststellen, dass in einem Wort eine unendliche Fülle an Gedanken sind, die du aus einem Wort generieren kannst, in einem streng arithmetischen System. Ich sage immer wieder, wenn ich jetzt einigermaßen genau ein Wort beschreiben will, was das alles bedeutet, müssen wir 400 Seiten in deiner jetzigen Vorstellung 400 Seiten besprechen. Und darum ist der Vorgang, dass das einerseits Massa, Teig, Klumpen heißt und es kommt aus dem Griechischen, das heißt einmal Gerstenmehl. Jetzt wird schon sehr interessant. Wir haben der Geist erweckt, wir haben da den Ersten drin. Ich sage immer die Geschichte mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Ich bin der Erste und ich, alles was ich dir jetzt erzähle, gleichgültig, ob du mich jetzt in Form als ein Schriftsteller ausdenkst, der die Hohen Borgen geschrieben hat, ob du mich jetzt als Lautsprecherstimme sprechen hörst. Es sind alles die Vorstellungen, die du dir von mir machst, ist ein Gedanke von dir, den du dir erschaffst, so wie wenn du Gott erschaffst, wenn du an Gott denkst. Du stehst in dieser Hierarchie eins davor. Ein Denker steht in einer Hierarchie des Geistes eine Stufe vor den Dingen, die er sich ausdenkt. Weil was du dir ausdenkst, wird es nicht geben, wenn du es nicht denkst. Geh eben, der Geist ist eben. Es muss eine Gedankenwelle auftauchen. Also dieser Erste, das ist das Gerstenmehl. Und dran denken, beim Mehl sage ich jetzt nur so viel. Wenn wir jetzt das Wort Mehl nehmen, da kommt nämlich das Mahlen und das kann man mit H und ohne H schreiben. Mal heißt von Gott, ist Le'en, sind auseinandergeschmissene Existenzen. Das ist das Malen, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Pinsel malt ein Bild. Das sind so Beispiele, die ich immer wieder wiederhole. Es wird aber auch Mehl gemahlen. Dann wird etwas zerrieben. Wenn wir jetzt das Wort malen mit H im Etymologie-Duden anschauen, wirst du merken, da steht fast vor jeder Umschreibung zer. Zr heißt zu Form werden. Ich muss die absolute Einheit zerreiben, zu einer Form machen, indem ich die Oberfläche der Gnede Unterschiede aufbaue. Das sind Geburt von Berechnungen. Und dieser Erste, das ist natürlich zuerst einmal unser berühmtes Berosch. Das heißt, wir haben zuerst einmal das Rosch, dieses Aleph als O vokalisiert. Man kann das auch, der Buchstabe R nennt sich dann Resch. Das ist der Anfang, der Anführer, der Beginn von allen. Der Kopf, das Haupt, heißt übrigens auch Giftpflanze als Rosch ausgesprochen.
Und wenn wir jetzt hier dieses B Roche feststellen, dann ist das Wort an erster Stelle die Spitze. Der Anführer, der Beginn, das ist zuerst einmal so eine Spitze, eine Ecke, ein Gipfel dieses Kopfes. Und wir haben hier, ganz interessant auch, da machen wir ein UN dran. Und jetzt, Roshan, hast du den ersten. Das ist der erste. Der Beginn der erste. Der erste, die Abstammung von Rosh, königliches Haupt, der Anfang, der königliche Prinz. Ich behaupte ja, dass ich du bin und ich spreche immer von einer Hierarchie. Und da beginnt jetzt schon alles, was du siehst, ist hier und jetzt. Das griechische Wort Hierarchia, das H wird im Griechischen nicht beschrieben, das beginnt mit Ira, von Iros, Hieros. Os, das griechische Wort Os ist übrigens sehr interessant, bedeutet heilig, heilig, heilig. Und Hierarchia ist die Arche, zu der kommen wir dann. Ich baue übrigens vor für das Selbstgespräch, für das heutige. Das ist die Arche, die Herrschaft, die Führerschaft. Da will ich jetzt einmal mit den biblischen Zahlenspielen etwas sein lassen. Und jetzt gehen wir hier in Corona rein. Das heißt, das ganze Spiel von Enzymen. Wie wird eigentlich ein PCR-Test gemacht? Wenn du dir das jetzt anschaust und bevor wir hier ganz kurz reinschauen, es ist alles so eine Wichserei. Die muss zuerst einmal eins klar sein, auch angesprochen. Wir denken uns jetzt drei verschiedene Welten aus. Wir denken uns die Welt des unheimlich Großen aus. Das ist der sogenannte Makrokosmos, was man ganz oberflächlich unser Universum nennt, wobei das Wort Universum tausendfach erklärt heißt, das in eins gekehrte. Schau das kleine Bild an. In eins gekehrt, es taucht was auf und es fällt wieder in das eine hinein. Uni ist das eine. Uni, ein Verbundensein der Gott. Rot gelesen in der Vordersprache. Und dann haben wir einen Mesokosmos. Der Mesokosmos ist die Welt einer sinnlich wahrgenommenen Dinge. Wir unterscheiden, wir Geist, wir zwei, zwischen einer sinnlich wahrgenommenen Information und einer bewusst gedachten feinstofflichen Information oder einem Gefühl. Das Gefühl von Hunger oder das Gefühl von Traurigkeit ist auch eine Information. Das ist kein Ding als Ding an sich, aber es ist eine Information, die du wahrnehmen kannst. Das heißt, alles, was du wahrnehmen kannst, sprich blau, sinnlich wahrgenommen, ist genauso eine Information, wie wenn du dir jetzt ein Rumpelstützchen oder einen Geist ausdenkst. Das Wort Geist, an was denkst du? Es muss eine Information sein. Und wenn es nur das Wort Geist ist. Und dann haben wir noch den Mikrokosmos. Das ist die Welt des unvorstellbar Kleinen. Und jetzt sage ich dir gleich von vorne weg, du kannst weder was Makrokosmisches noch was Mikrokosmisches entdecken. Wenn du sinnlich wahrgenommen was entdecken willst, muss es im Mesokosmos in Erscheinung treten können. Das heißt auf deiner VR-Brille in Bezug auf optische Sachen. Alles, was du optisch als sinnlich wahrgenommene Information zu sehen bekommst in deinem Traum, kommt nicht von da aus. Ich betone nochmal, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Du wirst wirklich eine Hölle erleben. Ich prophezei dir jetzt, zahlentechnisch noch einen viel schlimmeren weltlich, wie er 1945 zu Ende gegangen ist. Erinnerst du dich noch an das? 2. Januar 1945. Oder an das, 3. Februar 1945, Berlin. Du kannst jetzt tausende Bilder hersuchen, was sind das jetzt? Es sind Zahlen 1945, die du jetzt denkst. Es sind einfach nur Zahlen, wir können uns Dresden anschauen. Ich verspreche dir, ich mache deine Welt noch wesentlich platter, wie sie jetzt ist. Aber was ist deine Welt? Ein Brandopfer, ein polarer Rand, eine Welt von Gedankenwellen eines träumenden Geistes. Es war niemals irgendetwas in der Vergangenheit und es wird niemals irgendetwas in der Zukunft passieren. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn du was erlebst, ist es hier und jetzt deine Information. Und wenn du Geist bist, wirst du das akzeptieren müssen, auch wenn sich alles in dir sträubt. Du denkst dir Corona-Befürworter aus. Ich sage immer Corona-Befürworter, in dem Sinn mittlerweile ist es so gleichgeschaltet, dass ich das Wort, ich bin Corona-Gegner oder ich leugne Corona, traut sich ja gar keiner mehr sagen, er wird ja gesellschaftlich zerstört als Brüssel unter Brüssel. Also nennen wir das einmal Impfbefürworter und Impfgegner.
auch in den vergangenen Selbstgesprächen darauf eingegangen, aber wir kommen wieder zurück hier, wie funktioniert das eigentlich? Was ist das Corona? Das ist ein Virus. Und ich sage jetzt gleich von vornherein, es hat noch nie irgendein Mensch auf dem Mesokosmos einen Virus oder eine DNA gesehen. Die ist nämlich so unvorstellbar klein, dass man die nicht sehen kann. Die liegt im Nanometerbereich. Und selbst wenn du jetzt meinst, du siehst es, dann glotzt du auf einen Monitor. Bei Holofeeling geht es darum, dass du dir nur bewusst machst, was ist jetzt da? Und jetzt frage ich dich bitte, wo war jetzt die ganze Zeit die böse Pharmaindustrie? Wo waren jetzt die ganze Zeit Politiker? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du nicht an Politiker denkst, dass dann für dich keine Politiker existieren? Das gilt für alles. Was du nicht denkst oder was du nicht sinnlich wahrnimmst, jetzt, das kannst du immer nur jetzt, existiert nicht. Aber es ist da. Auf einer Datei, die wir uns jetzt ausdenken. Ein Symbol, Symbalein, was zusammengeschmissen ist. Immer dran denken, eine Filmdatei, eine DVD, da kommen wir dann auch gleich dazu, das ist das hebräische Wort für David, ist ein Speichermedium, in dem unheimlich viele Bilder und Geräusche, ich sage einfach mal, wir nennen das einen Film, gleichzeitig da sind. Und sobald du den laufen lässt, entspringt aus dieser Datei, aber nur in einer herausgespiegelten Form, Bild, 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 Bild für Bild, Geräusch für Geräusch immer im Jetzt. Das ist das Umformen der Gnade, das ist der träumende Geist, das ist diese Energie, die sich umformt. Und wenn du das jetzt siehst, was hier gemacht wird, ist eine Hirnwichserei ohne Ende. Das heißt, das würde nie einer machen, wenn man ihm das vorher nicht erzählt hätte. Ich halte fest, dass alles, was dir jetzt irgendein Brösel, ein Affe, der in dir auftaucht, über Makrokosmos oder Mikrokosmos oder über die Vergangenheit, die über seinen persönlichen geistigen Horizont hinausgeht, erzählt, ist geistlos nachgeäfftes, einseitiges Wissen. Lass das bitte auf dich warten. Egal, wen du dir jetzt denkst, der hat gesagt, da habe ich gelesen, der behauptet. Das bezieht sich auf alles, was du nicht wirklich selbst erlebt hast. Natürlich erlebst du alles, was du erlebst hier und jetzt. Du kannst dich jetzt zurückdenken, das ist wie wenn du in einem Buch zurückblätterst. Das wiederhole ich immer wieder. Wenn du das wirklich verstanden hättest, du Geist, und ich setze es einmal voraus, dass du schon Holofeeling studiert hast, wenn du jetzt ein Ersthörer bist, hast du sowieso keine Chance, diese einfachen Sätze zu akzeptieren. Es wird sich massiv in dir was wehren, das ist dein Ego. Und darum ist das Wichtigste, was du jetzt benötigst, ist Demut. Einfach die Demut, ich bin ein träumender Geist und alles, was ich jetzt träume, lässt mich Gott träumen. Es ist eine Matrix. Ich muss mir, querstrich, ich darf mir das anschauen, aber worum es eigentlich geht, du musst als bewusst werden wollender, jetzt bewusster Geist, dir bewusst machen, wie du auf diese Bilder, die in dir auftauchen, die einzelnen Situationen reagierst. Ich mache ein kleines Beispiel, eine Brösel-Geschichte. Ich sitze als Udo Brösel mit anderen Brösel zusammen, mit Menschen, die ich mir jetzt ausdenke. Menschen ist gleich ausgedachte Menschen, sind Affen, Körper, Gehirne. Der Geist, der sich das ausdenkt, ist nur einer. Das bist jetzt in dem Fall du, wenn du einfach diese aus diesen Worten, die du jetzt hörst, irgendwelche Vorstellungen in dir aufbaust. Die werden ja von dir erschaffen, nicht von dem, der jetzt spricht. Das ist ja nur ein Lautsprecher. Wie will ein Lautsprecher was erschaffen? Du magst das den Worten jetzt vorstellen, aber geh mal bitte diese Gedanken mit. Und dann sag ich als Brösel Udo, habt ihr das wirklich verstanden? Du musst aufhören, dich selbst zu belügen. Das große Problem liegt in dem Lügen. Deine Welt ist eine einzige Selbstlüge. Das sind diese 99,99999%, die du bisher unwidersprochen als hundertprozentig sicher angesehen hast, obwohl wirklich, dass man prinzipbedingt nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Das ist meine Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Ich, der Erste. Alle wesentlichen Aussagen, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kannst du sofort überprüfen. Alles, was die Zweiten, die jetzt ausgedachten Wissenschaftler und Ärzte behaupten, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wenn du jetzt zum Beispiel dir das anschaust, wie man hier eine PCR-Test macht, das ist ein Ritual, das ist ein kirchliches, das ist eine Religion, aber es ist so ein Hirnschiss. Wenn man dir das nicht erzählt hätte, wüsstest du das nicht. Und der das angeblich entdeckt hat, es gibt nichts zu entdecken.
Wenn du in wissenschaftlichen Büchern zum Beispiel liest, dass die Wassermoleküle vor 200 Jahren entdeckt wurde von denen und von dem, oder die elektromagnetische Strahlung, dann ist es ein Witz. Du kannst nicht etwas entdecken, was unsichtbar ist. Was ist die Luft, die du jetzt atmest? Studier deine Ohrenbohrungen. Kannst du doch Chemie studieren. 21% Stickstoff, Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% irgendein anderes Gesocks. Und all diese Gase, Sauerstoff, Stickstoff, Helium und noch etliche andere, sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, vollkommen geschmackslose und vollkommen ungiftige Gase. Das heißt, das ist etwas, was wir uns jetzt ausdenken, das in keinster Art und Weise sinnlich wahrgenommen in Erscheinung treten kann. Lass es auf dich wirken. Dasselbe gilt übrigens auch für die menschliche DNA, die ist ein Hirngespinst. Ein arithmetisches Konstrukt, das durchaus seine Daseinsberechtigung hat, als ein Symbol. Die menschliche DNA ist nämlich aufgebaut wie eine digitale Struktur oder der chinesische Yin. Das sind verschiedene Zahlenstrukturen. Ich nenne das divinatorische Systeme. Auch die menschliche DNA ist nichts anderes wie Astrologie oder der Yin, diese Zahlenstrukturen. Im Hintergrund steckt eine göttliche Arithmetik, die wird dir mit Holofeeling erklärt, wo der verbindende Parameter ist. Und der verbindende Parameter bist zuerst einmal du selbst. Und wenn man jetzt in die Namen geht, Nomen est Omen, wirst du feststellen, dass hier was Eigenartiges passiert, dass diese Bildchen von den Viren und all dem Zeug, selbst wenn ich dann sage, das ist ein Photonin-Fluch, ich mache immer dieses schöne Symbol, dann glotzen die auf dem Monitor. Hier passiert nichts anderes, ein Enzym, früher Ferment. Schau dir das bitte an, Mendior, hast du auch in dem Experiment, das sind Experimente. Wenn ich das immer wieder bringe, was ist Ment? Kommt von Mens. Mens ist Denken, es gibt eine SD-Lautwandlung in der Sprache. Das ist erst einmal der innere Sinus. Der innere Sinn. Immer daran denken, der Sinn, gibt es dann ein Vorher- und Nachher-Denken? Dann hängst du schon in der Chronologie des Denkens im Einheitskreis, dass du meinst, der Wellenberg und das Wellental in der Sinuskurve kommen zeitlich nacheinander. Du reißt es auseinander, wir müssen es um 90 Grad drehen. Ist eine Denkart, eine Gemütsart, das Innen, das innere Empfindungsort, das mahnende Innere, das bin ich. Ich bin dein geistiges Wissen, das Gewissen. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Ich appelliere jetzt an dein Gewissen. Die Vernunft und der Verstand, blau gelesen, ist ein reine KI, ein reiner Intellekt. Wenn du Intellekt bewundern willst, dann nimm dein Smartphone in die Hand oder setz dich am Computer und geh ins Internet. Und dann hast du eine Kiste, Materie, eine materielle Kiste, die wird dich mit so viel intellektuellem Wissen konfrontieren, da kann ein Trockenausnaffe Gehirn überhaupt nicht mithalten. Aber darum geht es nicht. Das sind alles ausgedachte Dinge, selbst der Geist. Dieser Geist, Lot gelesen, im Gegensatz zum Animus. Ich spreche immer von einem Mech-Animus. Dein Ani, das ist dein blaues Ich. Das ist das große blaue Ich, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt und so weiter und so weiter. Aber interessant ist, wenn wir hier das aus dem Mens, das Ment machen, das hast du im Fundament, dann kommst du hier definitiv in eine Erinnerung. Das heißt, es wird etwas in deinem Inneren erweckt. Und dieses ganze Spiel der inneren Sachen heißt dann Fabeln, etwas Erdichtetes, Fabeln, sich gegen die absolute Wahrheit versündigen, lügen, sich selbst täuschen. Das passiert mit moderner Naturwissenschaft. Das hat letztendlich die Naturwissenschaft des ausgehenden Jahrtausends, also bis 2000, in die Welt gesetzt. Es war eine riesengroße Sackgasse, ist zusammengebrochen 1945. Und ich sage, das war ein Reinigungsprozess für den deutschen Geist. Es war alles in Schutt und Asche gelegen. Wenn ein Bauer ein Feld umpflügt und es wurde Deutschland und Japan, Hiroshima, platt gemacht. Und in kürzester Zeit ist es besser gewachsen wie alle anderen Länder, bis ihr dann wieder angefangen habt, dieselben Fehler zu machen. Weil ihr nicht lernfähig seid. Überhaupt nicht. Ihr normalen Menschen. Die ihr Affen bleiben wollt, bis in alle Ewigkeit. Also diese Enzyme, die man auch Ferment nennt, Facetten sind erweckte Lügen. Das ist absolut korrekt. Alles, was ich dir sage, kannst du in Wörterbüchern überprüfen.
Du wirst von mir nie hören, dass irgendein Bild, ein Wörterbuch, eine Internetseite auftaucht, wo was behauptet wird und dass ich sage, das stimmt nicht. Da bin ich auch tausendfach drauf eingegangen. Das gibt es nur bei Holofeeling. Holofeeling ist allumfassend und jetzt wird aus den biologischen Riesenmolekülen, und da wird es jetzt schon, was sind eigentlich Moleküle? Das ist immer so eine Sache mit den Molle. Jetzt haben wir unser Malen. Molles ist die Masse. Wir waren gerade bei der Masse. Ich vergesse übrigens das nicht. Ich muss bloß ein bisschen ausholen. Das Schwere, das Gewichtigte, die Wucht. Also wohlgemerkt, Masse hat erst einmal nichts mit dem Gewichtigen zu tun, was du Gewicht nennst, sondern GE-Quadrat ist wie ich, dick. Dick und dick bleibt sich gleich. Das G und das K ist nur härter oder weicher ausgesprochen. Und es kommt hier, wenn wir reingehen, die Last, die Schwierigkeit, an der du trägst. Riesenbauten. Das passiert, wenn du was Unvorstellbares Kleines dir dann irgendwie als DNA-Helixstrukturen ausdenkst, obwohl man das ja angeblich überhaupt nicht sehen kann. Die Frage ist, wer hat es dann entdeckt? Tausendfach erklärt. Ja, der, den du dir jetzt ausdenkst, als wenn ein Gedanke, den du denkst, irgendwie anders sein könnte, wie du ihn dir denkst. Ich sage das immer wieder. Hat Einstein die Relativitätstheorie entdeckt? Was ist der jetzt? Es ist das Wort Einstein, wo du an einen Physiker denkst, weil dein Programm dir das vorschreibt und du dir denkst, dass in diesen Menschen, in dieser Kiste, in diesen Schädel, in den Gehirn das dann passiert ist. Aber das passiert erst einmal alles, was du erlebst in deinem roten Kopf. Du bist ein träumender Geist. Ein träumender Geist kann nicht zerstört werden, weil der ein rotes, absolutes Nichts ist. Also dieses Molles, da kann man jetzt reingehen und schau dir mal das griechische Wort dazu an. Da hast du schon so ein Omega. Wir haben ja zwei O's im Griechischen mit einer Schlangenlinie drüber. Wir springen da mal ganz, ganz kurz rein. Mole. Und jetzt wirst du was Eigenartiges. Du kriegst jetzt die Mühe, Molos, die Mühe, die Anstrengung, besonders die Kriegsarbeit und der Kampf. Aber interessant, es ist auch in der Sprache der Götter. Ein fabelhaftes Kraut mit schwarzer Wurzel und weißer Blüte. Krishna ist die Wurzel und das Weib, das in dir erweckt, steckt dich in eine Hülle, Belud. Vorher gehen die Selbstgespräche auch in Zufall. Meint ihr, dass ich in meiner Schöpfung irgendeinen Zufall zulasse? Deine Schicksalsschläge, die du kriegst, auf die bin ich vor hier und jetzt ausgedachten vielen Jahren schon eingegangen. Du müsstest nur meine Gebote halten, dann würde sich deine Welt ohne irgendeinen Aufwand in einen Traum, in eine Wunderwelt verwandeln. Aber da müsste man Wunder glauben. Es ist immer Spiegeln. Wir haben zwei Seiten. Wir haben schwarze Magie und weiße Magie. Und du wirst jetzt feststellen, deine Wissenschaft, zumindest deine Mythologie, erklärt dir, dass die schwarze Magie das Böse ist und die weiße Magie das Gute ist. Ich sage, du musst erst einmal von den zwei Seiten in den vier Seiten gehen. Alles, was gut ist, ist auch schlecht und alles, was schlecht ist, ist gut. Das ist das Spiel mit der Richtung, mit rechts und mit links. Ist der Henkel der Tasse rechts oder links? Ich behaupte, der ist rechts, du behauptest, der ist links. Hat jetzt die Tasse einen Henkel oder hat sie keinen Henkel? Ich behaupte, die hat einen Henkel, du behauptest, die hat keinen Henkel. Von meiner Seite ist das, was ich behaupte, richtig. Von deiner Seite aus gesehen ist es verkehrt. Schaue ich aber von deiner Seite, ist deine Seite richtig und meine verkehrt. Und was passiert jetzt, wenn ich da drüber stehe und die zwei Deppen, die hier streiten, ob der Henkel rechts oder links ist, wenn ich mir die beide ausdenke und ich weiß, was eine Tasse ist, Sätze für die Tasse Politik, Sätze für die Tasse Religion, Sätze für die Tasse Christentum. Religion ist ja vielfältig, nur mal das Christentum. Haben jetzt die Zeugen Jehovas recht oder die Katholiken? Sagt man jetzt JHWH, darf man Jahwe überhaupt sagen? Das Gott, was die Juden machen, die ja so gottgläubig sind, die vollkommen durchgeimpft sind, weil sie tiefgläubige Materialisten sind. Die Kirchen, die Pfarrer, die jetzt ihre Kirchen freigeben, dass geimpft wird, die spucken doch mir ins Gesicht. Gott. Also das kann man auch, das Schwarze negativ machen. Aber in dem Ursinn ist das Obskure, das Dunkle, das Finstere, das in dir selbst Verborgene, aus dem alles entspringt. Das ist Krishna, der alles vereinigt. Und das weiße Loch in der Physik, wohlgemerkt, Physik ist genauso eine Religion, die Weltreligion schlechthin. Das Problem an der Physik ist, Gott ist Geld. Das Geld ist eine Sau, genau genommen eine große Drecksau.
und ihr werft euch alle nieder, ihr Geistesfunken, ich rede eh nur mit Geistesfunken und das ist nur ein Geist, das bist du. Aber zu welcher Konsorten du gehörst, hängt davon ab, wer du zurzeit zu sein glaubst. Ich nenne es immer, welches Leben du zurzeit durchlebst. Das ist die Sache, ich bin vor dem Bücherregal und du bist einer, der in einem Buch in irgendeiner Seite steckt und sich massiv mit einem Gedanken von sich selbst verwechselt. Das ist nach Hermes, dem Odysseus als Gegenzauberer gegenüber die Zauberkünste der Kirche. Diese ganzen Geschichten sind über die Sprache im Altgriechischen alles Holophilik. In jeder Sprache. Wir können ja übrigens dann auch in die chinesischen Mythologien, in die japanischen Mythologien reingehen. Ich bleibe ja absichtlich in den kleinen, winzigen, geistlosen Bereich dessen, was du jetzt deine Weltwirtschaft nennst, mit einem jüdisch-muslimisch-christlichen Hintergrund. Das gehört nämlich untrennbar zusammen. Es entspringt laut dem Alten Testament nämlich alles erst einmal aus dem Judentum. Aber das sind Symbole. Das heißt, diese Enzyme, diese Riesenmoleküle, jetzt müsste ich das mal Kululus, wenn jedes Wort, ich sage ein einziges Wort, lass uns hier einen Tag über ein Wort reden, ohne nur die Ausschweifungen von dem einen Wort. Ist jedes einzelne Wort ist hier in einem arithmetischen System, wie in einem gezippten, komprimierten Programm eine komplette Geschichte drin. Dann gibt es natürlich diese Makromoleküle sind sehr große Moleküle, die aus sich wiederholenden, gleichen und unterschiedlichen Struktureinheiten, Grundbausteinen bestehen und eine HWH, Molekülmasse. Merkst du, das sind die Wörter, du musst schon einmal das Kühl, das Kalkül kalkulieren, das Molekül. Das Ganze jetzt hebraisiert kriegt natürlich dann einen totalen Reiz, wenn wir das Ganze jetzt ins Hebräische umsetzen. Ich meine in der Vordersprache. Und dann wirst du merken, dass du letzten Endes alles, wirklich alles findest. Wichtig ist das hier. Die wurden 1922, wurde dieser Begriff, gesehen hat es übrigens noch keiner. Das heißt, es sind Hirngespinste. Ich betone alles, was Makro- und Mikrokosmos ist. Kann nicht entdeckt werden. Alles, was du dir aufgrund dieser Begriffe ausdenkst, in den Makrokosmos hinausdenkst und in den Mikrokosmos hineindenkst, ist geistlos nachgeäfft. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du das andere selber erzählen. Ich verweise wieder auf Semmelweis. Es sind alles Sackgassen. Die Menschheit ist nicht lernfähig. Sie wiederholt. Das ist das große Problem der Lügen in deiner Welt. Und allen voran ist es zurzeit genau die Öffentlich-Rechtlichen, die meinen, sie sind für Freiheit, die nur das Böse postulieren und die Angst postulieren. Die Angst wird nicht postuliert von den Impfgegnern, die Angst wird postuliert von deinen Massenmedien. Dasselbe, nichts anderes hat Hitler gemacht. Und wenn wir hier reinspringen, diese ganzen Argumentationen der Rechtskeule, das ist genau diese Nachkriegsgehirnwäsche, guter Journalismus. Ich muss jetzt gleich, weil es mir gerade einfällt, hier zwei Sachen von dir ranbringen. Die sind es wert, dass man die anschaut. Die sind mich maßstäbesetzend, mal ganz in unterschiedlichen Bereichen. Zu Gast im Rahmen unserer Interviews zum Jahreswechsel darf ich den FPÖ. Wir sind bei immer noch, ich bin immer noch beim 31.12. zum Jahreswechsel. Das ist, merkt ihr auch den 28., da schauen wir uns gleich ein Bild an. Glaub ja nicht, dass das irgendwelche Zufälle sind. Es ist als hier ein Interview von ORF mit dem Kegel. Und der Journalist, wenn du genau zuhörst, das ist ein Vollpfosten ohne Ende. Das ist mainstreamiges Wissen, das ihm was vorwirft, was er überhaupt nicht macht. Der hat eine fest abgestimmte, absolut gehirngewaschene, geistlos nachgeäffte offizielle Meinung in sich. Und er, für ihn ist er der Böse, der Impfgegner, der Impfleugner, was überhaupt alles nicht stimmt. Und wenn du die Physiognomien anschaust, mit was für einer Liebe, schau dir von dem Typen, der ja ein Rechtsradikaler angeblich ist, schau dir Videos an. Das wird natürlich nur funktionieren, wenn du das in deinem Traum jetzt hast. Weil du träumst deinen Glauben. Das heißt, wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist und Impfbefürworter bist, werden die Videos in deinem Traum gar nicht auftauchen. Aber umgekehrt genauso. Das gilt für die Tasse. Das heißt, wenn Menschen träumen, hat jeder seinen eigenen Traum und was du im tiefsten Innern glaubst, verwirklichst du. Und ich verspreche dir jetzt, du wirst einen Krieg verwirklichen, ohne dass du das mitkriegst. Einen Krieg, wie er noch nie da war, weil ich nämlich Sodom und Gomorra, diese Welt der Geldanbeterei, platt mache,
was aber den träumenden Geist gar nicht interessieren muss, wenn er weiß, dass er träumt. Wir können nämlich die Videokassette austauschen. Nicht du, aber ich. Das hängt davon ab, ob du mir vertraust oder nicht vertraust. Ob du diesen Worten jetzt, den Worten als Ding an sich vertraust, wenn ich immer in die Sprache reingehe, ob du deinen Wörterbüchern vertraust, ob du irgendwann einmal verstanden hast, dass Mathematik überhaupt nichts zu tun hat mit Arithmetik, mit Rechnen, sondern Mathematik einfach nur heißt, das geistlose Wissen, das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern, die nachäffen. Darum sind sie auch Affen, wenn sie an sich selbst denken. Sterbliche Säugetiere, wenn sie an sich selbst denken, mit einer panischen Angst, alt zu werden und den Körper zu verlieren. Weil ohne den Körper gibt es mich ja nicht. Das ist nachgeäfftes Wissen. Oder wir machen den hier. Ich bin Gerichtsmediziner. Nein, den meine ich nicht, jetzt habe ich einen verkehrten Augenblick. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das sind alles Verschwörungstheoretiker. Das sind solche Videos, wo man das ordnet, als wenn alle, die nicht die offiziellen Meinung vertreten, werden wegrationalisiert. Das hast doch mit Demokratie nichts mehr zu tun. Wenn nur noch verboten wird. Das ist die Schizophrenie, musst du erkennen, dieses gespaltene Bewusstsein von normalen Menschen. Ich erinnere wieder an Mandur Bursenger, ich erinnere an Herbert Grönemeyer, der übrigens jetzt ein ganz tolles Video gemacht hat. Das müssen wir uns, ich kann es nicht laufen lassen, weil dann wird sofort wieder gespart. So, den wollte ich noch haben. Ein elementares Video. Unser Kleber, und da mache ich jetzt gleich was Neues. Chef von ZDF heute, Nachrichten, der jetzt übrigens in Ruhestand geht und Zeitung, immer wieder dasselbe Spiel. Große Zeitungsbericht, er geht in Ruhestand und plötzlich, wo er die Rente vor Augen hat, sagt er, ganz fair ist das ja nicht mehr unbedingt. Es ist so unendlich, dieses Interview. Damals hatten wir die Iran-Krise. Das war 2012. 2012 habe ich darauf hingewiesen, ein großes Umkippen des Bewusstseins. Alles im vorhergehenden Selbstgespräch, die Bewusstseinskurve 2012, 2014. Unser Sterbealter, wo konstant geblieben ist bei Mann und Frau. Die 78, 83. Anhören, das hat alles mit diesen Zahlen zu tun. Alles läuft synchron in der Matrix. Du wirst hier einen extrem liebenswerten, einen wachen Menschen hören, der unendlich offen ist, nur von Gott spricht, von Verzeihen spricht. Und er ist der personifizierte Böse. Und das, was hier unser Kleber macht im Interview, ist einfach unendlich erbärmlich. Es ist dasselbe wie hier, was er macht. Ihn ständig eine Meinung in seinen Kopf hineindenken, dass er rechtsradikal ist, dass er das und das und das. Und da ist er nicht davon wegzubringen, als wenn er lügt, obwohl er ganz offen auf alles antwortet und alles erklärt. Immer wieder erklärt. Hier passiert nichts anderes. Ich kann mich erinnern, Redo, du warst so entsetzt. Du sagst, du möchtest am Lieben, man weiß nicht was, man ist einfach nur verzweifelt. Das ist der seriöse Journalismus. Wir sollten eventuell die zwei hinten irgendwie noch beim YouTube mit reinstellen. Zumindest die Adresse, obwohl man kann es ja hierher sehen. Du brauchst ja bloß diese zwei Sachen eingeben in YouTube, dann kannst du die anhören. Und dann einmal wertfrei, ganz wertfrei die Physiognomie der Menschen anschauen, dass er laufend in dem, was hineininterpretiert und immer die Rechtskeule. Zum Beispiel, wenn eine bei Demonstranten hier in Davidstern zeigen. Dass die Entheiligen verunglimpfen, machen sich lächerlich. Nein, das ist das genaue Gegenteil. Ungeimpfte sind mittlerweile Juden. Mit welcher Begründung? Ich gehe mal jetzt von der ungeimpften Logik aus. Wenn doch die Impfung, wie kann ein Ungeimpfter, ich nehme jetzt mal den Udo Brösel, ich bin absolut gesund, mir fällt überhaupt nichts, kein Schnupfen, kein Husten und ich bin ganz aktuell gestern Abend Corona-negativ. Wieso hat ein Geimpfter, der geschützt ist von den Viren, Angst vor mir? Wieso werden die überall ausgegrenzt? Erklär mir das, mit welcher Logik arbeitest du eigentlich, dass Geimpfte, die ja angeblich geschützt sind, Angst haben, von welchen die überhaupt nichts haben? Ja, die könnten ja was haben, die sind ja viel anfälliger auf die Viren. Was sind die Viren jetzt? Das sind Gedanken, die du denkst. Würdest du dir Viren denken, wenn das nicht auf deinem Programm drauf wäre, wenn man es dir nicht erzählt hätte? Ich kann dir jetzt ausgedachterweise mehrere nennen in dem Holofilien-Kreis, ich nenne es mal Holofilien-Kreis, die sich seit Jahren mit Holofilien beschäftigt, die hat der Coronavirus, den wir uns jetzt ausdenken, habe ich gehört übrigens, habe ich auch nur gehört.
hat die ereilt. Und durch die Bank sagen die alle, bis auf meine Helga, da ist ein Selbstgespräch drin, wie die das empfunden hat. Das Helga-Selbstgespräch mit ihrer Krankheit, sie sagt, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie eine Grippe oder einen Schnupfen gehabt, sag ich, du brauchst irgendwann nochmal den Ausgleich. Aber die anderen, die sagen, es war eine Grippe. Wenn ich von Corona nichts wüsste, die war übrigens so intensiv, so wie ich alle Jahre eine Grippe habe, ich habe mich nicht einmal krank gemeldet. Aber die wurden 3 Wochen oder 4 Wochen in Quarantäne geschickt. Normalerweise wären die mit dieser Grippe in dieser Art von Intensität auf die Arbeit gegangen. Das heißt, wenn jetzt die Massenmedien überhaupt nichts berichtet hätten von Grippe, hätte es überhaupt keiner mitbekommen, also von Corona, Entschuldigung, von diesen Viren hätte es überhaupt keiner mitbekommen. Dieses Problem spreche ich übrigens schon vor 20 Jahren in einem Almener-Vortrag an. Das waren damals die Kampfhunde, dann waren es plötzlich irgendwelche Dornhalme, die welche zu viel Schnee, die Dächer eingebrochen sind. Du wirst immer Wellen finden, die Massenmedien bauschen ein Thema auf, welcher Doc? Das sind die Kinofilme. Um auf die Kinofilme zu kommen, wenn du jetzt in deine geistige Archive ins Internet gehst oder in die Mediatheken gehst, das sind eine Unmenge von Filmen, allen voran amerikanisch über Politik. Über Politik. Anfang von House of Cards, über Wahlen. Das sind teilweise Komödien, das sind solche Filme. Du wirst eins feststellen, es gibt nahezu keinen Film über Politik und Regierung, wo nicht auf diese Korruption im Hintergrund in die Lügen und das gegenseitige Zugeschachere von Posten hingewiesen wird. Aber das sind ja alles Märchengeschichten offensichtlich. Das sind ja nur Filme, die Wirklichkeit ist ja ganz anders. Stimmt oder stimmt? Die Wirklichkeit, die du dir ausdenkst, ist die Wirklichkeit, an die du glaubst. Wir können jetzt hier noch wesentlich weiter reinfahren. Da kommen wir nämlich hier in diese Polymerase-Kettenreaktionen. Das ist der PCR-Test. Die Funktionsweise. Wenn du jetzt diese Funktionsweise dir anschaust, es ist ja unheimlich spannend. Polymerase-Chain-Reaction. Wir haben das in Deutsch auch. Wir können das in Deutsch auch machen. Kleinen Moment. Dann kommt noch die IC, das ist die interne Kontrolle dazu, die benötigt man, um nachzuvollziehen, dass auch eine PCR stattgefunden hat, nachher beim Auswerten. Es ist halt das erste Mal immer wieder dasselbe Spiel, ob du Gentest oder irgendwas anderes machst. Sind die Proben insoweit vorbereitet? Die DNA-Analyse, wenn du eine Hauptschuppe hast, die kommt in der Nährlösung, dann muss die wachsen, weil die ja so unvorstellbar klein ist, dann kommt sie in die Zentrifuge, da gibt es zig Filme, wie das gemacht wird, interessant wird, die kommen dann erst einmal in die Zentrifuge. Das Wort alleine ist schon sehr, sehr wichtig, ist ein technisches Gerät zum Ausnutzen. Wir sind schon wieder bei unserer Masse. Masse ist keine Materie. Aber die Masse trägt, es wird etwas getrennt durch eine Zentrifugalkraft. Alles, was nach außen strebt und etwas nach innen strebt, wenn du nach innen strebst, musst du die Zentrifugalkraft überwinden. Das ist mein kleines Beispiel hier mit dem Hebelpunkt. Wenn ich immer wieder sage, wir denken uns jetzt ein Rohr mit einem Faden und lassen das rumkreisen. Die Masse flieht nach außen. Aber du kannst die spiegeln. Das ist übrigens auch, wenn man Atomkräfte, das Unteilbare spaltet, reden wir von einer Konfusion oder einer Kernteilung. Es sind immer die zwei Seiten. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, aber das Ganze spitzt sich in den Mittelpunkt ab. Die Worte sind unendlich präzise. Jedes Wort erzählt dir die komplette Geschichte. Es geht hier zu einer Stoff von einer gleichförmigen Kreisbewegung, KRIS. Das sind deine Gedankenwellen, gleichförmig. Es entsteht nämlich Plus und Minus gleichzeitig. Es kommt nicht aus der Wellenberg und dann das Dort tausendmal erzählt, sondern es ist das Duale. Passiert, dass du eine Gedankenwelle aufspannst, wo du aber nur eine Seite siehst. Wenn ich jetzt das mache, du siehst eigentlich nur das. Und es ist nicht Wellenberg, Wellendal, Wellenberg, Wellendal, sondern es passiert so und dieses Auf und Ab. Siehst du, weil sich das in der Transversalen dreht. Jetzt ist nichts da, jetzt geht es da nach oben. Du siehst es da, du siehst dunkel und dann siehst du hell. Und dann siehst du dunkel und dann siehst du hell. Aber der im Mittelpunkt, der nur in eine Richtung schaut, der weiß, dass die andere Seite auch da ist. Unsere Erdkugel, die von der Sonne angestrahlt wird. Ich erzähle es nicht nochmal. Und jetzt ist es das zur Formwerdung. Geburt einer aufgespannten Berechnung ist eine raumzeitliche Erscheinung bzw. Spiegelung. Und das ist ein Augenblick. Das O steht für das Kreisen, besteht aus zwei Facetten.
Van Berg und Van Dahl. Und das Ganze ist jetzt eine Trennung. Ein ähnliches Verfahren verwendet man einen Fliehkraftabschalter. Und jetzt wird genau aufgepasst. Eine Zentrifuge kann die B-Standteile stehend. Ganz interessant, BE-Quadrat. In der Energie ist eine raumzeitliche Spiegelung und die ist AND. Das heißt, ich werde zu einer existierenden Öffnung, ich werde auf- und abschwingen. Ich gehe jetzt nicht rein in Selbstgespräche 1000 Mal. Und dieses Auf- und Abschwingen zerteilt ausgedacht um dich herum diese Teile. Da ist übrigens auch das Wort Eile, die Spiegelung Eilen mit Lichtgeschwindigkeit von einer Suspension. Sus, wissen wir, es ist unser Jesus. Vorhergehende Selbstgespräche habe ich was angehängt. Das ist erst einmal ein Ross und das Ross ist wieder groß, G-Ross. Und Ross ist rasch ausgesprochen, dieses R-O-S, das Aleph als O. Denk dir um das A ein Kreis rum. Das ist der Einheitskreis, die Öffnung des Mundes. Das ist der erste. Wir haben jetzt natürlich viele Möglichkeiten, wenn wir das Sus im Lateinischen machen. Darum nenne ich immer ein Pferdeschwein, heißt die Wurzel Sus, hast einmal Zeugen gebären, der Geber ist der Geburtsgeber, der Erste, der Geber. 1957 ist übrigens der Hahn im chinesischen Horoskop. Das heißt auch Hahn. Die Potenz, die das Huhn HWH befruchtet. Im JHWH. Und darum ist es auch das Schwein, wobei man das nicht negativ lesen sollte, sondern Schwa ein. Schwa heißt das Nichts, das sich jetzt in dir einschaltet. Und so weiter und so weiter. Da gibt es dann Susa, ist der Winter, W in dann doppelt aufgespannt, in dir der Wohnsitz der persischen Könige. Und viel, viel mehr noch. Und Pension wird natürlich ganz interessant, weil Pension, da springen wir mal ganz kurz rein, du wirst nämlich merken, da gibt es verschiedene, du siehst hier schon eins. Das ist erst einmal die Beamten, die Bezüge eines Beamten im Ruhestand. Der Ruhestand von Beamten. Das ist aber nicht nur das. Eine Pension ist noch einiges mehr. Wir haben noch eine Pension 2. Das ist nämlich ein privates Fremdenheim, das gegen Entgelt Unterkunft und Verpflegung bietet. Das Geld ist eine Sau. Das ist deine Pension, in der du zurzeit lebst, ist mehr oder weniger dein Körper, den du möglichst versuchst, lange am Leben zu halten, weil du kein Eigentum haben willst. Das ist die Sache, ich erzähle dir das jetzt. Dir, D-I-R, dir Geist. Ein Geist, D-I-R, ist im Geist geschlossen, ist ein bewusstes Göttliches und das befindet sich in einem geistigen Kopf. An der geistigen Oberfläche geöffnet ist eine intellektuelle Berechnung. Das ist das hebräische Wort für Mieter, da sind wir schon drauf eingegangen, und für Wohnungsinhaber. Das rote Dir oder das Dir? Du bist der Wohnungsinhaber. Du besitzt zwar diesen Körper, aber nicht nur den, sondern du wohnst auch in allen anderen Körpern. Weil du nämlich alle Rollen spielst, die in deinem Traum in Erscheinung treten. Hier wird es natürlich ganz interessant. Das Pensio heißt nämlich, die Pension heißt das Wägen, das Abwägen. Jetzt kann man einzelne Posten zur Rate ziehen, einzelne Gedanken herausziehen und sich dann, ich sage einmal, von diesen einzelnen Posten, von den Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, von den Internetzeiten, holst du dir einen Rat. Und jetzt meinst du, nur einer von denen kann Recht haben, wenn sie sich widersprechen. Drum ist da auch die Miete, der Mietzins, die Inneressen, das innere Sein oder der Bachzins. Was jetzt hier wichtig ist, ist dieses Benzio, heißt nämlich auch schwebend. Die Bauskunst schwebend, auf Schwibögen ruhen, was das sind, alles so alte Wörter. Das Wort Schweben findest du in der Bibel ganz, ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang findest du hier dieses Wort schon. Im zweiten Vers.
und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe von El Hayom und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist das Schweben, Shin, Waf, Schwa. Das Nichts ist eben. Das ist übrigens sehr interessant, wenn man das im Original dann anschaut, dieses Tohu wa Bohu, das jetzt die Finsternis heißt nämlich die Unwissenheit. Es schwebt die Unwissenheit der Gedanken, wenn du weißt nicht mehr, was du eigentlich anschaust. Auf, über all, Benny, der Oberfläche. Ich bin übrigens bei der Pension. Benny. Dieses Benny heißt mein Aspekt. Du hörst immer nur, du schaust dir immer nur einen kleinen Ben, einen Aspekt an. Und das ist immer eine Ecke. Du musst an den Spiegel der Dreieder denken. Du bist im Zentrum einer Tetraederstruktur. Und du schaust hier, schau das kleine Bild an, ich mache das so oft, schaust du in eine Ecke rein. Und das Bild, das du siehst, befindet sich aber in dir. Und dieses Aspekt wird hier ganz genau beschrieben. Das lateinische Wort Aspectus bedeutet Gesichtskreis um dich herum. Und dieses Kreis, dieser Kopf, das darfst du dir jetzt nicht flächig als Kreis, sondern ein Umkreis ist nämlich jetzt von dir dreidimensional ausgedacht. Und dieser Gesichtskreis in dem Kreis, in dem Spiegelraum, wird etwas sichtbar. Bar heißt das Äußere. Und das ist ein doppelt aufgespannter, erweckte Urteile. Darum ist dieses Pena, heißt wenden sich, wehen, umkehren. Das führt uns dann hier zur Entropie. Entropos heißt im Wendepunkt. Schau in deinen Physikbüchern, was da alles beschrieben wird, was das bedeutet. Im Entropos, Tropos heißt Wendepunkt. Das ist der Punkt, um den sich alles herumwendet. Das ist die Welt deiner Gedankenwelt. So, und das lassen wir jetzt da mal gut sein. Da können wir jetzt ewig ausufern. Benzio. Jetzt haben wir Dokodrama, da wollte ich, machen wir weg. Das sind alles so die Lügen, das spare ich mir jetzt zum Reinschauen. Was wir jetzt machen, wir gehen in das heutige Update. Ist noch alles klar bei dir, Rido? Alles perfekt, Udo. Alles gut. Also wir schauen uns das heutige Update an. Das als Vorwort musste das jetzt mal kurz bringen. Das ist jetzt vorgesetzt, 31.12., das baut folgendermaßen auf. Update heute 31.12.2021 beginnt der Rest, das Reset deines ewigen Lebens. Und zwar will ich ganz kurz einen Bibelvers machen. Diese Bibelverse sind Bomben, wenn du sie verstehst, wenn du hier wie die Freikirchenpfarrer und so weiter und so fort ständig von einem Jesus in der Vergangenheit reden, sind es Märchengeschichten, die genauso wenig verstanden werden wie die Sprichwörter, wenn du dich des Kaisers neue Kleider nimmst. Jegliche Art von Wissenschaftler, der dir was über Makro- oder Mikrokosmos erzählt, die sehen des Kaisers neue Kleider. Die sehen Sachen, die sie überhaupt nicht sehen. Dazu zählt übrigens auch das heliozentrische Weltbild. Zeig's mir. Ich sag nur, zeig's mir. Zeig mir Licht, zeig mir Wind. Ruch ist Geist und Wind im Hebräischen. Also wir beginnen einmal mit dem Vers 23. Ich habe das jetzt ein bisschen gesetzt. Ich obe, aber wandte mich um und sprach zu Petrus, der blaue Petrus. Geh hinter mich, Satan. Ich erspare mir jetzt hier reinzuspringen, das kannst du ja dann anklingen. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen mit ihm der Toten ist. Was wollen die Menschen? Ewig leben als Affen, Geld verdienen, glücklich sein. Nur, die streben nur Einseitigkeit nach. Das große Fehler deiner jetzigen Universitäten, deiner Elite, gleichgültig, ob das Physiker sind, ob das Theologen sind, ob das Philosophen sind oder Ärzte sind. Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben das eigentlich Wesentliche, den Geist im Hintergrund, der das alles erlebt, in die zweite Reihe gestellt. Im Anfang ist zuerst einmal die Vergangenheit und das menschliche Gehirn. Ohne dieses Gehirn gibt es kein Bewusstsein. Bewusstsein ist etwas, was sich im Gehirn befindet und durch das Gehirn entsteht, durch die Materie entsteht. Das ist geistloser Schwachsinn. Und das Jetzt ist ein Produkt einer Vergangenheit, die du dir ausdenkst, obwohl es doch hundertprozentig sicher ist, dass wenn du jetzt an eine Vergangenheit denkst, wird jetzt
in dir hier und jetzt, das ist ein Faktum. Vergangenheit, eine Vorstellung von Vergangenheit hier und jetzt in dir erschaffen. Das ist eine immer Affinität. Die Schöpfung von zwei Facetten. Diese zwei Facetten schaust du immer nur eine an. Das heißt, du kannst jetzt entweder, wenn ich das aufspanne, du kannst in die Vergangenheit schauen oder in die Zukunft dich denken. Aber egal, was du denkst das jetzt. Das ist unser Spiel mit den Drehungen der Achsen. X, Y, Z. Wird reichlich darauf eingegangen. Also du sinnst nur, der Petrus sinnt nur auf das, was die Menschen wollen, aber nicht das, was Gott will. Das ist übrigens vorhergehend die Geschichte, wo ich sage, ich werde gekreuzigt und für euch sterben, weil Gott es will. Und dann sagt Petrus zu mir, Meister, das werden wir nie zulassen. Und dann kommt dieser Satz, dass ich sage, weiche von mir, Satan, du willst das, was die Menschen will, möglichst lange als Trockennasenaffe leben. Aber nicht das, was Gott will. Gott will, dass du dich verwandelst. Innerhalb deines Lebens, vom Säugling, Kind, Jugendlicher, Erwachsener, junger Erwachsener, älterer Erwachsener, Wechseljahre, Kreis, Auflösung. Ich könnte auch sagen, Ei, Raube, Schmetterling. Diese Metamorphosen, die sich ablaufen, werden von einem Geist erlebt. Und das passiert im Hier und Jetzt. Das hat nichts das Geringste mit irgendeiner Evolution. Ex folgere heißt herausrollen. Und jetzt wird wieder eine Revolution kommen. Dieses Weltbild wird hineinrollen. Und dann wird ein neues Weltbild herausrollen. Außer du klebst ihn denn täglich durch das Murmeltier doch. Ein Dach ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Und das Ganze ist nur ein Traum. Und du wiederholst und du wiederholst, solange bis du anfängst, alles und jeden zu lieben und nicht so niemandem mehr vorzuwerfen, dass es so ist, wie du in dir ausdenkst. Das ist die eigentliche Krankheit, diese vollkommene Unbewusstheit, sich böse Menschen oder dumme Menschen auszudenken, gefährliche Menschen auszudenken und gute Menschen auszudenken und zu meinen, man hätte mit den Informationen, die man in dem Moment, wo man das denkt, nichts zu tun. So, jetzt bringen wir die Weisen deiner Welt, ob die dir das erzählen. Kennst du einen? Dann sprach ich, Jubi, zu meinen Jüngern. Das sind jetzt meine Geisteszungen. Und nochmal, das ist nur einer. Ich spreche immer nur zu einem und denselben Geist, letztendlich zu mir selbst. Das sind Selbstgespräche. Das Problem ist, wenn du, ich wiederhole, wenn du dieses Video jetzt auf der Bröselebene mit 5, 6 anderen Affen anschaust, alle haben denselben Reizauslöser, alle hören dieselben Worte. Und dann schaust du mal und dann diskutier dann mal drüber, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Schon die Tatsache, über was diskutieren zu wollen, was man hier und jetzt sofort überprüfen kann, zumindest wenn man Geist ist, wird dir die Augen öffnen, ob deine Mitmenschen um dich herum auch über Geist verfügen. Jeder, der hier sagt, es stimmt nicht, was hier behauptet wird, der hat nicht zugehört. Der hat einfach nicht zugehört. Er lebt in einem Wahn. Wenn es überhaupt ein Geist hinter der Maske ist, und jetzt kommt das schöne Spiel mit unserem Videospiel, ich sage dir, das ist ein Singleplayer-Modus in deiner Welt. Du bist der einzige Geist. Der Geist, der träumt, ist der einzige, der den Traum erlebt. Niemals irgendeine existierende Figur in deinem Traum. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Nicht einmal dieser Körper erlebt was oder dieses Gehirn erlebt so wenig wie der Computerchip jetzt in den Computer, den du vor dir hast. Der Computer, das Handy, je nachdem, auf was du jetzt für ein Medium zurückgreifst, um dieses Video in dir wachzurufen, du Geist, aus dem Internet, aus dir selbst, aus dem tiefsten Inneren, aus Gott, das bin ich. Dieses Medium, dieser Computer oder das Handy kriegt es nicht mit. Der Lautsprecher weiß nicht, was er spricht. Meinst du, dass die Ohren, die du dir jetzt wieder ausdenkst, wo waren die jetzt die ganze Zeit was hören? Meinst du, das Gehirn, das du dir denkst, kriegt dieses Gespräch mit? Du, Geist, kriegst dieses Gespräch mit, kein anderer. 24, dann sprach ich UB zu meinen Jüngern. Das heißt, zu meinem Geist ist Funken. Ich bin du und du bist ich. Wir sind eigentlich nur zwei. Wir sind nur zwei, ich vom Bücherregal und du, der du zurzeit in einen Traum hineingesungen bist. Und drum bin ich jetzt als Brösel Udo UP in deinem Traum aufgedacht, um dir das zu erklären. Das ist der einzige Grund. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Was heißt das? Ich habe jetzt das absichtlich rot geschrieben, ich könnte es jetzt auch noch blau dazu machen. Das heißt, verleugne dein jetziges blaues Ich, verleugne dieser Gedanke, an den ich denke, wenn ich an mich denke, bin ich nicht. Dann verleugnest du dich selbst.
Ich selbst bin Geist. Rot gelesen, das heißt, ich selbst bin ein absolutes, ewiges Nichts. An mir hat sich in dem ganzen Leben mit ständig wechselnden Bildern noch selbst noch nie was verändert. Du bist immer noch derselbe Geist. Ob du jetzt, wenn du an deinen Körper denkst, an einen 20-Jährigen denkst, an einen 14-Jährigen, auf einen 50- oder einen 70-Jährigen, der sich diesen Körper ausdenkt, natürlich jetzt aufgespannt in einer chronologisch jetzt vorgestellten Zeitreihe. Da ist aber, sobald du ein Zeitfenster aufmachst, dieses Medium-Button auf dem Monitor. Die sind alle gleichzeitig da. So einfach, das ist hier das Lebensjahr 6 und da unten beschreibst du dann dich als 50-Jährigen. Dann siehst du, das ist alles gleichzeitig, bis du dich reinfokussierst. Das heißt, ich selbst bin kein Gedanke, ich selbst bin ein absolutes, ewiges Nichts, ein Geist. Und alles Ausgedachte gleichzeitig. Was meine ich damit? Du bist dieses All, dieser Gott, der nichts ist, und es heißt, die auseinandergeschmissene Raumzeit, das Ausgedachte, sind Wellen deines blauen Ichs, das du verleugnen sollst, das in Form eines Körpers sich zeitig empfindet. Das ist dein Intellekt, deine Lebensgeschichte, dein Lebensbuch oder Programm, das ist der momentane Körper, die Projektionsmaske, und darum wirst du, in Ich Bin, du heißt es einfach, wenn du jetzt auf der Seite 6 bist, symbolisch die Lebensjahre in dem Leben, dann empfindest du dich, du denkst dir einen 6-Jährigen aus, und wenn du in den Spiegel schaust, wird in der anderen Seite des Spiegels, zack, wird ein 6-Jähriger in Erscheinung treten, der genauso ist, wie du dich denkst, ein Junge oder ein Mädchen, und der wird genauso aussehen, wie du denkst, dass du aussiehst. Deine Logik sagt dir aber, ich sehe im Spiegel, so wie ich aussehe, der Affe, der vorm Spiegel steht. Es ist weder was vorm noch hinterm Spiegel, an die Kamera obscura denken. Es ist alles in dem Mittelpunkt, hier und jetzt in dem träumenden Geist. Das ist wie ich dich, dass du das verstehst. Und nehme sein persönliches Kreuz auf und folge mir wie Noah nach. Was heißt das? Sagst du mal dieses Wort in die ewige Ruhe von Noah. Das ist das Wort. Noah ist definitiv der ewig Ruhende. Das ist die Ruhe. Das heißt ruhend, ruhend, absolut ruhend. Als Adam bist du dann still und schweigsam. Das wird hier alles statisch ruhend, ruhendes Ende, beruhigter zur Ruhe kommen. Das ist der Mittelpunkt, in dem sich überhaupt nichts bewegt. So. Und diese ewige Ruhe, wichtig, das ist die Deba. Jetzt mache ich der Deba, rot gelesen, geschlossen in E-Quadratkopf. Die Deba ist die Arche. Da springen wir jetzt auch schnell rein. Das heißt nämlich, nicht nur Arche, sondern auch Kiste. Denk an die Hierarchie, die habe ich gerade angesprochen. Hier ist das göttliche Arche. Das ist der Rumpf eines Schiffes. Da muss man wissen, dass das GFF, das Geschenk von zwei Facetten, Schiff Anir, ist es Ani, ist ein blaues Ich. Es ist übrigens dann auch das geschriebene Wort, das Geheimnis des Wortes. Das Wort ist eine Kiste, wie ich sage, wo man 400 Seiten draus machen kann. Das ist der Kasten. Das heißt, bedeutet, auch gelesen, du bist in dir die Arche. Und du hältst jeden Tag deine tägliche Portion. Da kann man sich reinlesen, da kommen wir dann irgendwann nochmal zu Schrödinger Skizze, plus 1, minus 1 ist 0. Arche kann man auch noch schon machen, jetzt nicht. Und jetzt ist es sehr wichtig, jetzt komme ich nämlich zu den heutigen Tag. Wurzel, das war jetzt der 24. Vers. Wurzel 25 ist ja, wir wissen, plus 5, minus 5. Die absolute Wurzel L, das ist E-Quadratlich, das sind wir zwei, von allen, ist JHWH, jetzt ganz rot geschrieben, und HWH, diese Radix, das sind die zwei Wellen, Bergwellen, Dahl, hell, dunkel, gesund, krank, das gehört untrennbar zusammen, das ist der Besitz deiner Gegenwart. GEC 3.3 ist das Ausgedachte, das Dach. Dokos nennt sich das übrigens. Das ist im Hebräischen der Balken. Im Griechischen, Altgriechischen der Balken. Dokos. Das ist dieser Satz, wenn ich sage, du Heuchler, zieh dir zuerst den Balken aus deinen eigenen Augen, bevor du den kleinen Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Da steht im Griechischen Original Dokos. Genau genommen heißt es eigentlich Decken, Balken. Die geöffnete Ecken, Beal, heißt im Nichts, in Gott, ist das Fundament. Undamentior, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das Ganze ist auch das Kapital, das ist das todbringende Verbrechen. Dein kaputt, dein Kopf geht kaputt. Zerspringst plötzlich in viele zerklisterte Oberflächen, und darum ist es auch das Unglück.
das Kapitalisieren, das Geld ist eine Sau. Sodom und Gomorra eben. Wenn dir irgendwann erzählt, er macht was, weil er Menschen retten will, ist er schon mal geistlos, weil ein Mensch, ein Trockennasenaffe, ein Medim ist ein sterbliches Säugetier, da gibt es nichts zu retten. Wenn ich jetzt noch weiß, dass es nur ein Gedanke ist, den ich jetzt denke, der nur so lange existiert, Betonung liegt auf dir, solange ich den denke, kann ich eigentlich schon gleich mal zweimal verstehen, dass es ein Blödsinn ist, einen Gedanken am Leben erhalten zu wollen. Ich werde ihn dann immer wieder wiederholen. Und jetzt kommen wir zur Shin und He, zu schlafen, wiederholen und lernen. Dasselbe Wort hast auch ja. 1000 Jahre heißt, ist ein einziger Schlaf. Weil alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. So, diese 5. Und jetzt machen wir den Vers 25. Und jetzt dran denken, ich habe gesagt, wir haben heute den 30.12.2021. Beginn der Offenbarungen ist 1996, es sind genau 25 Jahre. Wir schauen uns die Datums genau an bis zum heutigen Tag. Das heißt, 2022 ist dann das 26. Jahr. Dann kommst du in den Bereich von Jahwe, wenn du Glück hast oder auch nicht. Denn wer sein vergängliches Affenleben retten will, wird es, das heißt sein ewiges Bewusstsein, verlieren. Das sind meine Sprüche, die ich angeblich vor 2000 Jahren gesagt habe. Habe ich jetzt gesagt. Eine Geschichte, eins meiner vielen Leben. Wer aber sein sterbliches Säugetierleben, das Enosch-Leben, bewusst verliert, plus minus ist null. Ich mache jetzt hier die zwei griechischen Zeichen. Mit dem D, da haben wir jetzt ein kleines H drin, wenn man das richtig anschaut. Dann wirst du zu dem Einheitskreis mit der Quintessenz im Zentrum. Das ist wie ich dick. Um meinetwillen wird es, das heißt sein eigenes ewiges Leben, in sich selbst als bewusster, roter Gott finden. Und ich habe jetzt dieses Gott, dass du das siehst, dieses Doppel-D, kann man zwei Sachen machen. Wir haben zwei verschiedene Ds im hebräischen Zahlenwert. Technisch ist es entweder die 9, die Spiegelung, oder es ist das TAF, die 400. Wenn wir es 400 schreiben, ist es 800, das ist das NP, das wird dann das Pi. Und dieses Pi ist Phi rot gelesen. Das ist Finitus Gott. Finis ist das Ende, das absolute Einsub. Und innerhalb dieses Einsub befindet sich eine existierende Öffnung. Das ist das Auf- und Abschwingen. Das ist deine Transversalwelle. Diese Energie, dieses reine Energiesein, Geistsein. Du wirst dieses ewige Leben in dir finden, wenn du dein jetziges Säugetierleben freiwillig dafür opferst. Das ist der Shin-Opfer, der Schöpfer muss von Augenblick zu Augenblick seine Information opfern, um eine neue Information aufschmeißen zu können. Das ist jetzt in Bezug auf ein einzelnes Bild. Aber das Geld, du musst auch, wenn du jetzt in einer Endlosschleife eines Films hängst, der immer wieder von vorne beginnt, wir machen nochmal den Film auf heute reduziert, täglich wird es das nur mit dir. Wenn du immer wieder wiederholst, musst du irgendwann nochmal diese Datei rausschmeißen. Das ist wie eine Schallplatte mit einem Sprung. Aber du hast keinen Einfluss drauf als träumender Geist. Ich werde es für dich machen, wenn du mir vertraust. Wenn du mir nicht vertraust, sage ich dir gleich, du darfst 1000 Leben jeden Morgen als sterbliche Säuge dir aufwachen und dann das typische Spiel, das du bis jetzt gespielt hast. Du wirst an deinen Körper denken, egal an welchen Körper du denkst. Jetzt kommt 26 Jahre, denn was wird? Wir öffnen. Es, das blaue Es. Was wird? Es einem sterblichen Menschenaffen nützen, wenn er die ganze Welt, doppelt aufgespannter polarer Rand, gewönne, aber sein ewiges Leben einbüßt. Einbüßen kannst du das nicht. Du bist Geist, du bist ewig. Ich muss dir keine Angst machen, dass du kein Geist mehr bist. Das ewige Leben einbüßen heißt, du verlierst dein Bewusstsein und kämpfst laufend ums Überleben. Du kämpfst um etwas, was gar nicht wert ist, dass man darum kämpft. Oder was wird ein sterblicher Mensch als Lösegeld geben für sein ewig bewusstes Leben. Was wirst du opfern, um ewig bewusst zu leben? Du musst eigentlich nur deinen jetzigen fehlerhaften Glauben opfern und nicht einmal den musst du opfern, wenn ich Opfer als Auflösung definiere. Ich lasse dir doch dein Haar. Du musst bloß das, was du bisher bekämpft hast, was ich sage, liebe deine Feinde, alles, was dir böse, schlecht, falsch, verkehrt, alles, was du vernichten wolltest, andere Meinungen zum Beispiel, die Perspektiven, der Dasse, wo du sagst, nein, das Ding hat keinen Henkel und jeder, der mir was anderes erzählt, dass der Henkel rechts ist oder Henkel links ist
oder Henkel in der Mitte ist, das sind Lügner, weil ich sehe doch mit meiner extrem fehlerhaften Logik, dass da kein Henkel da ist. Ich sehe doch, dass es keinen Gott gibt. Zeig ihn mir doch. Ich sage, du musst das doch mal wissen, was Gott ist. Darum ist jeder, der behauptet, dass ein Gott existiert, ist ein geistloser Narr, der irgendwas nachschwätzt. Dieser Gott ist ein Gedanke, den er jetzt denkt, der von ihm erschaffen wird, der wieder weg ist. Dieser ein ausgedachter Gott ist genauso vergänglich wie alles andere. Das rot geschriebene Ewige, der wirkliche Gott, kann nicht existieren als Ding an sich, so wenig wie ein träumender Geist nicht existieren kann. Das sind alles Rote, es ist Adam. Wenn was existiert, existiere aus diesen Roten, aus dem Adam heraustritt, dann ist es die Eva. Und Eva, wissen wir, Chava heißt etwas aussprechen, ausdrücken. Wir sind wieder im Anfang, war das Wort, und ein Erlebnis haben. Du erlebst das, was du aus diesen Worten mit deinem ganz persönlich zurzeit zum Denken benutzten, extrem fehlerhaften, einseitig geistlos nachgeäfften Intellekt für Vorstellungen aufbaust. Das erlebst du, nichts anderes. Vers 27. Denn der Sohn des Adam, das sind wir zwei, das verschiebt sich immer um eine Stufe. Ich, UB, bin der absolute Vater. Ich denke mir einen Sohn, das ist JCH, der begreift dann, dass er eins ist mit mir, der verlorene Sohn, der heimkommt. Jetzt sind wir aber wieder allein. Also denke ich mir jetzt dann Geistesfunken aus. Dann bin ich dann der Vater. Es verschiebt sich immer in zweier Stufen. Bin ich auch schon drauf eingegangen. Wird kommen und jetzt schau. Wir öffnen ein Co. Wie ein Kreisen von Plus und Minus, das zusammengeschmissen, aber wieder diese Energie ist, nichts ist. Der Sohn des Adam, ich werde kommen in der Herrlichkeit, ich habe das so eigenartig jetzt geschrieben, seines Vaters UB 86 Elayum, das ist dann JCH, ich UB, mit seinen Engeln, da gehörst jetzt du schon dazu. Aber die Frage ist, bist du schon ein Engel oder bist du noch eine Existenz, ein existierendes Ding? Du musst aufhören, dich mit dieser Existenz, an die du Engel denkst, da können wir jetzt das hebräische Wort für Engel noch anschauen, das war ganz interessant, wenn wir das anschauen. Das heißt, mit seinen Geistesfunken Bröselengel, ein ausgedachter Engel, wenn man sagt, er ist ja ein Engel, der hat mir geholfen, ich habe viele Engel als Udo, die mir helfen. Die Frage ist bloß, ob die sich das raussuchen können, was sie machen, wenn sie was machen. Gibt es auch viele Geschichten. Wer hat dich, Teufel, kleinen Teufel, losgeschickt, das zu machen? Wir reden nicht von Gut und Böse. Und dann wird er jedem seiner Bröselengel vergelten nach seinem eigenen Tun. Das heißt, ich mache dich zum Richter und du kriegst das, was du bestimmst, an deinem eigenen Leib. Volle Breitzeit bis hin zu einem Griech. Das Schöne ist, selbst wenn ich jetzt einen Griech in dir auftauchen lasse in deinem Traum, wirst du ums Überleben kämpfen und dann wirst du irgendwann erschossen und klatsch, in dem Moment wirst du wieder wach und du bist genau wieder am Anfang des Tages. Und dann darfst du wie in Filmen, Kinofilmen, wirst du dann immer wieder sterben und darfst immer wieder von vorne anfangen und du bist in einer eigenartigen Schleife, wo du mit der Logik nicht mehr herauskommst. Du brauchst eine höherwertige Logik. Da sind dann Bilder drin, die siehst du in deinem Update. Jetzt kommt der Vers 28. Wahrlich, ich, UB, sage euch Geistesfunk. Lasst euch überraschen, was da für Bilder sind. Ich sage euch Geistesfunk, Bröselengel. Also ich erkläre es jetzt nicht dem Brösel, dem Affen, der vom Computer sitzt, sondern den Geist, der sich hinter dieser Brösel, dieser Menschenaffenmaske befindet. Es sind einige von denen Bröselengel, Menschenaffen, die hier stehen. Die werden den Tod nicht schmecken. Schau dir das Bild genau dazu an, wo im Update mit dran hängt. Bis sie den Sohn des Adam haben, da haben wir wieder ein Bild dazu, also Gematrie Explorer Eintrag, kommen zehn in seinem Reich. Das ist jetzt hier dieser Bibelvers im Original, nach Elbenfelder. So, und jetzt schauen wir mal etwas genauer hin. Jetzt kommen Liedtexte, drei, zuerst kommen drei Lieder. Jetzt genau aufgepasst. Der Startpunkt der folgenden drei Videos liegt immer genau bei, das heißt im Nichts, 1,26. 1 ist das Uni, das heißt ein nicht existierendes auf Hebräisch Bewusstsein, ein nicht existierendes Bewusstsein und 26 ist Yahweh, das ist das existierende Bewusstsein. Diese 1 Minute 26 in Sekunden ausgedrückt ist 86S, das ist das Bewusstsein des 86 und das steht für UB und UB ist Test Udo und das ist der sogenannte Yahweh Zebaot, Luther übersetzt immer der Herr Zebaot. Zeb ist Testudo und Ot, da steht Out, Zeichen, die Testudo zeigen. Das ist die Vatersprache.
Jetzt kannst du hier nochmal nachschauen. Der Roder UB ist Gott. Test Udo und Jahwe Zebaoth. Und jetzt kommt ein Lied. Das ist ein englisches Lied, ein deutscher Sänger, der heißt Udo. U.D.O. Future is the reason why. Deine eigene Zukunft ist der Grund dafür, wieso Holofeeling und die Ohrenbarungen des Jahwe jetzt in dir Geistesfunk aufgetaucht sind. Ganz nebenbei, GE-Quadrat, sind wir Geist. Das heißt JCH und ICH, ich vorm Bücherregal, du in einem Buch versunken. GA heißt Wachraum und GD heißt in Schrecken versetzt werden. Und das sind alles Sinusöffnungen. Das lateinische Wort Sinne ist immer dieses Vorher und Nachher, so wie Quell, in der Quelle. Jetzt haben wir 345er Bild, das geht da drauf ein. Startpunkt, das klicke ich nicht an, da lässt du dich einfach überraschen. Dann kommt ein neues Lied. Entschuldigung, das ist jetzt zuerst der Text zu dem Lied. Das ist jetzt, ich habe hier eine Mischung gemacht von Deutsch-Englisch. Du kannst dir das ja nachschauen, perfekt übersetzt. Ich will nur ein paar kleine Tipps geben, wie du das zu lesen hast. Zuerst einmal habe ich hier den ersten Satz, Englisch, gonna get high. Und das ist ganz interessant. Das heißt go up. Jetzt, hoch, high is up. Mit Gott. Ich habe jetzt das Doppel-D als B gesetzt. P ist die Weisheit Gottes. Fly. Gonna get high, fly. Schau, wenn wir das hebraisieren. Es wird wundervoll, fantastisch, wenn du mir vertraust. Es wird dich aber auch im tiefsten erschüttern. Jetzt können wir dann natürlich das nochmal auffächern im Kleinen. Müssen wir nicht machen. Ich will dich nur ein bisschen neugierig machen dazu. Und dann geht es weiter. Kämpfe für immer. Im Meer, das sind wir zwei. Und das ist UB 86, Al-Him heißt Gott. Das Nichts ist das Meer. Da kann man dich auch vielfältig, das Ella ist dann Fluch und Beschwörung, wenn wir es blau machen. Der Müll. Und immer, das ist jetzt hebraisiert. Schau, das ist die Vorderseite. Das Beschneiden, das Beschnittene, das Gegend über dir liegende, das sind deine Gedankenwelt, die du zurzeit mit einem fehlerhaften Programm aufschmeißt. DR, die geöffnete Berechnung, ist Müll. Das ist das, was du dir vor dich hindenkst, was du dir ausdenkst, mit dem wir Geist konfrontiert sind. Da schaust du jetzt ganz bewusst einmal an, was ein Fron ist. Ein Frondienst, den leistest du in Ägypten. Das ist die Welt, wo man für Geld arbeitet. Und was ein Tier ist, ein sterbliches Säugetier, ein Medim, das ist, ein Tier ist das, an was du denkst, wenn du zurzeit an dich selbst denkst. Das ist ein sterbliches Säugetier. Du bist aber der, der sich das ausdenkt. Und du wirst, wir Geist werden konfrontiert, wir sind konfrontiert mit Müll. Mit etwas Vorgelegten, was über uns drüber beschnitten in den Wellenberg und Wellendal, wird für immer bleiben, im Meer, im Leib sein. High, up, 3, and 3. Jetzt habe ich hier dieses rote DRI, das haben wir gerade schon, da kannst du dann nachschauen, was das eigentlich ist. Ich will das nicht erklären, nimm dir die Zahl dazu. And no way out, escape the danger. Ganz interessant, man kann im Deutschen und im Englischen in allen Sprachen der Welt dieses Prinzip es, wir Bewusstsein, haben ein Cape und das ist ein geurteilter GR. Der blaue GR ist eine Gehirnberechnung und das ist das hebräische Wort für fremd. Das erscheint dir, alles, was du mit deinem Gehirn berechnest, erscheint dir fremd. Das ist erst einmal ein Fremd, die Fremden, das sind die Menschen, die du dir ausdenkst, die bin ich ja nicht. Ich bin ja bloß der Körper, an den ich jetzt denke, alle anderen Körper, die ich denke, die ich auch eventuell auf der sinnlich wahrgenommen, auf meiner VR-Brille wahrnehme, sind ja Fremde, die bin ich ja nicht. Und das sind alles Reisende. Das ist ganz interessant, vielfältig ein Reisender, der an einem anderen Ort übernachtet, der andere Ort ist eine Traumwelt. Du bist eigentlich auch ein Reisender, Reisender. Da steckt Rei, wieder der Kopf des Schöpfergottes, der etwas aussendet. Du schickst dich doch selbst in eine Ferne, eine Welt um dich herum, die sich letztendlich in dir selbst befindet. Das ist die verborgene Harmonie aller Dinge. Und kein Ausweg entkommt der Gefahr. Dieses Entkommen in D heißt übrigens das Gegebene, Gag-Ebene. Das ist die Nulllinie. Du musst von der Peripherie wieder zurück in den Mittelpunkt, wo du dich immer befindest. Holofeeling, ich bin du, der erste Band heißt, von außen nach innen muss führen der Weg, mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Und das ist ein zusammengeschmolzenes MMT, MD heißt Tod. Das ist dieses Kreisen von so vielen Erscheinungen.
der Gefahr, höre die sterbenden Engel, das sind die Bröselengel, weinen. Schau mal, doppelt aufgespannt rot ist ein nicht existierendes Ehren im Zentrum. Das einen hat was mit dem ersten zu tun. Wir Geist müssen ein neues Bataillon bilden. Im Kind ist dieses E-Quadrat, Eye to Eye, auf Augenhöhe. AGN heißt übrigens wieder die Bolanecken. Sind HBH. Wir erheben, interessant, Plus und Minus ist E, ist Null. Wir erheben, das ist jetzt der Gottessohn, uns um aufgespannte Gestaltwährung, uns immer im eigenen Mittelpunkt erleben zu können. Das ist ein träumender Geist. Was du erlebst, spielt sich hier und jetzt in diesem Zentrum der Camera Obscura ab. Weder in dem Gewölbe, lateinisch Kamera, noch in dem Krishna, in dem Obskuren, in dem Schwarzen, im Krishna selber, in dem alles eins ist. Das ist eine ausgedachte Verbindung und ein Gewölbe, das sich beugt. Und du wirst jetzt feststellen, dass dieses Spiel der Camera Obscura eine unendliche symbolische Tiefe hat. Darum habe ich die ja auch programmiert. Höre auf, da steht eigentlich, hör auf zu lügen, im englischen Originaltext, aber ich mache das rote Hör auf den Schöpfer UB und hör endlich auf, dich selbst anzulügen. Schau tief in dich rein und mach dir bewusst, was du glaubst. Zack, wo war jetzt die ganze Zeit dein Kopf und deine Ohren? Mit was hast du jetzt eigentlich das Gespräch angehört? Mit was hast du denn, war da überhaupt ein Lautsprecher? War dein Körper, hat dein Körper existiert? Das sind jetzt so Spiele, dass ich sage, okay, du bist gut drauf, dann hörst du ein Geräusch, du denkst ans Handy, du gehst hin und jetzt kriegst du eine Hiobsbotschaft. Deine Kinder, deine Eltern, was auch immer, geliebter Mensch, deine Frau, dein Mann hat einen tödlichen Unfall. Es sind einige wenige Worte aus einem Lautsprecher, den du ans Ohr hältst. Und dann schau mal, was dein Programm, dein Reaktionssystem macht. Und du sollst der sein, der das beobachtet. Und dass dir das am Arsch vorbeigeht, was dein Programm macht. Es sind ja nur Gedanken, die kommen und gehen. Wenn du aufhörst, Gedanken qualitativ zu bewerten, wirst du feststellen, dass die Welt wesentlich besser wird. Das wird ein hochspannender Film. Das ist es, wenn ich sage, du kannst an einem Film nichts verändern, an einem Traum nichts verändern. Was du verändern kannst, ist dein Wertesystem. Es ist interessant, dass jetzt von uns ausgedachte Menschen, wenn du die beobachtest, alles Mögliche verändern wollen. Das Einzige, was sie nicht ums Verrecken ecken, verändern wollen, sind ihre einseitigen Sichtweisen. Sie interessieren sich nicht für die anderen Perspektiven, für die anderen Meinungen. Sie interessieren sich weder für eine andere Religion noch für eine andere politische Einstellung. Ihrs ist richtig und alle anderen sind Ede. Rechts ist richtig und alles Linkse ist verkehrt oder umgekehrt. Momentan haben wir ja einen absoluten Linksfaschismus. Wenn Medien und weise Menschen vorgeben, in irgendeiner Form nur das Beste zu wollen, und das beginnt damit, dass sie dir vor was Angst machen, ganz massiv Angst machen. Es ist erbärmlich, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich in deinen Traum noch einspielen, bis du das merkst, wer die eigentlichen Bösen sind. Die, die dir Angst machen, das ist das Offizielle. Immer wieder die Keule, diese berühmte Hitlerkeule, dieser Rechtsradikalismus. Du kannst es renommieren, wenn du willst. Den Hakenkreuz darfst du nicht dran machen, weil das eine Verherrlichung vom Nationalsozialismus ist. Trägst du einen Judenstern, ist ja legitim, wenn ich jetzt Juden habe, die können sich ihren Stern rumhängen, es ist eine Zugehörigkeit, ich bin der Israeli. Aber sobald du den an einer Demonstration für Freiheit trägst, ist es eine Verunglimpfung. Man biegt sich alles so hin, wie man das braucht, dass man auf der richtigen Seite ist. Das ist erbärmlich. Und jetzt kannst du immer wieder bloß schauen, zu wem gehörst du. Du gehörst weder zu den einen noch zu den anderen. Du bist eine Stufe drüber. Du bist der sich das Spiel ausdenkt. Also hör endlich auf zu lügen. Du es. Also zu lügen aufhören oder stirb. Schau dir das an. Ich habe einmal dieses SDI. Gibt es natürlich immer. Ich sage immer, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, viele andere Perspektiven. Ich wäre schon sehr zufrieden mit dir, wenn du zumindest die ersten vier Perspektiven des Einheitskreises, wir haben Plus, Minus und da haben wir nochmal ein Plus, Minus und ein Minus, 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 Plus. Wenn du das ins Gleichgewicht bekommst, dass du dich langsam den Mittelpunkt annäherst, weil dann werden dir auch die 8 Perspektiven und die 16 und die 32 Perspektiven einleuchten, geistreich einleuchten. Wir Geist, SDR ist das Geheimnis, das Versteck des Geistes, strecken uns aus.
da ist auch dieses SDR beschrieben mit einer kleinen Erklärung, um irgendwo draußen, GR, die geöffnete Berechnung heißt Generation, darum ist da die Welle, und AUB, das scharfe S, außen, ist ja unser Beta, die Beschwörungskunst von toten Geistern, oder Kreisen generiert, in der hier und jetzt ausgedachten Zukunft einen Weg zu finden. Wir Geister strecken uns innerhalb unserer Tetraederstruktur irgendwo da draußen oder in der jetzt ausgedachten Zukunft einen Weg zu finden in unsere absolute Freiheit, wo wir doch schon immer leben. Wer zwingt dich, wer macht dich eigentlich unfrei? Doch nur der fehlerhafte Intellekt, mit dem du dir den ganzen Scheiß einredest, weil du nicht bereit bist, die anderen Perspektiven, die anderen Meinungen auch gelten zu lassen. Das ist das simple Prinzip der Dasse. Eine göttliche Vision, Holofeeling-Offenbarung, das ist eine göttliche Vision. Diese Wiss liegt ohne Holofeeling außerhalb deiner derzeitigen intellektuellen Sichtweise. Übrigens, das lateinische Wort Wiss, rot gewesen, ist Kraft. Eine Kraft, eine göttliche Kraft, das ist die Energie E-Quadrat schlechthin. Das ist die eigentliche Kraft. Die liegt ohne Holofeeling außerhalb deiner derzeitigen intellektuellen Sichtweise, weil jegliche Art von Intellekt weder ein religiöses, geistlos nachgeäfftes Wissen, noch ein physikalisches oder chemisches, bringt das zur Anschau, weil Geist ja nur ein Abfallprodukt ist, das in Jahrmilliarden einer materiellen Entwicklung aus einem Urknall entstanden ist. Das ist die Geistlosigkeit. Und das wird an deinen Universitäten gelehrt. Geist wurde dezimiert, reduziert auf ein kleines Abfallprodukt von einem Affengehirn. Aber wer sich das Ganze ausdenkt, da wollen die nichts davon wissen. Und die religiösen Menschen, die Gott, an Gott glauben, die glauben an einen ausgedachten Gott, sind auch tiefgläubige Materialisten. Selbstgespräche studieren, Holofeeling studieren, das macht frei. Aber es ist ein Intimakt. Und ich betone hier nochmal, da geht es nicht darum, dass du irgendwelche aufklärst. Du kannst mit allen Größen in deinem Traum reden, du musst aber keinen überzeugen. Du wirst feststellen, ein Gedanke von dir wird es sowieso nicht verstehen, bevor du es nicht selbst verstanden hast. Und wenn du das installiert hast, wie ich das nenne, dann werden im kleinen Kreis um dich Menschen auftauchen, die das zu verstehen, zu scheinen, aber dann doch nicht verstehen, weil Gedanken werden es nie verstehen. Aber die dann langsam verstehen auf der Brösel-Ebene, hey, wir sind ja alle hier jetzt in dem Raum, wenn du mit mehreren Bröseln zusammensitzt, wir sind ja alle ein Geist, wir sind ja alle nur der eine, der uns ausdenkt. Und dass wir uns als Verschiedene immer an Verschieden denken, das sind Tode, so viele verschiedene, über den Jordan gegangen. Erleben ist, weil dieser eine Geist einmal hinter der Maske steckt, dieses Leben lebt oder dieses Leben oder dieses Leben lebt, aber die lebt, waren alle gleichzeitig gelebt. Mein Witbasal-Beispiel in einer sehr vereinfachten Form, wo man sich durch den Kopf gehen lassen. Ich-U-B des Udo entzünde das ewige F-Euer, füttere die Flamme in dir mit deiner Neoneugier, rot gelesen, und dann hier flau, flau, rot, blau. Du Geistesfunken backst ab jetzt deine sieben Sachen, und das ist jetzt immer das vorhergehende Selbstgespräch. Ich weise nur kurz darauf hin. Das ist also hier diese Spiegelung, 7x7 bedeutet, dass... Es ist sehr, sehr wichtig, dass du wirklich dir das 2-3 Mal anhörst, und schaust, dich selbst beobachtest, ob du irgendwas dran kritisierst. Ich sage nochmal, wir haben jetzt 25. Diese 25 Jahre seit 1996 springen 2022 ins 26. Jahr. Das ist dein Jahwe-Jahr. Das ist eigentlich das Entstehungsjahr eines neuen Adam. Und dann kommt 2023. Und dann wirst du feststellen, das ist die erste neue 7 von den 7x7 Wachstumsstufen. Dann bist du wieder auf einer höheren Ebene, ein Säugling, aber in einem ganz anderen Bereich. Auf dieser höheren Ebene bist du als Säugling 1000-mal intelligenter wie die weisesten Menschen jetzt auf dieser Ebene. Und jetzt kommt ein neues Selbstgespräch, ein neues Video. Hey, muss das echt sein? Du gehst auf eine große Reise. Seh, es he gelesen, ist übrigens das Lamm, das ich heimhole, auf Hebräisch. 305 rot. Doch du gehst ganz allein, du Geistessohn, das heißt, du Gottessohn kannst oder musst deinen Heimweg, Hayom-Weg,
von der außen, von draußen, von der Welt deiner Beschwörungen nach innen immer ganz alleine gehen. Ein letzter Blick, es gibt keinen anderen Weg zurück. Der einzige Weg, der dich heimführt, ist Hodophil. Die Weichen sind im ewigen Hier und Jetzt bereits gestellt. Interessantes Wort, stellen im DWDS einmal wirklich anschauen mit Holofeeling-Sicht. Darum habe ich das reingestellt. Doch du bleibst in meinem Herzen, bis der letzte Vorhang fällt. Wenn du Geist gehst, wenn du gehst, kracht der ausgedachte Himmel ein. Das ist Hebräisch, das Nicht-Existierende wieder zurück, das Gott selbst ist. Das Ewige, der Urknall, bevor er geknallt hat. Wieder Startpunkt. Redo? Fehler. Ja. 1,26 ausbessern. Alles klar? Alles klar. 1,26. Das Lied kriege ich nicht an, das kannst du ja dann ordnen. Lass dich überraschen. Das sind lauter Udo-Lieder. Ich sag doch, es gibt nichts und niemanden, keinen Musiker, den irgendwas einfällt, der das nicht von mir wüsste. Ich bin die große Inspirationsquelle deiner Welt. Aber ich bin in dir. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wir fallen in einem Punkt zusammen. ICH, JCH. Und dann, Plus und Minus ist nichts. Das ist die 9, beziehungsweise die 8. Das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber es ist mit einer Satzverschiebung. Willkommen im Roten. Das ist dasselbe griechische Zeichen, bloß als Großbuchstabe. Die kleine Quintessenz im Einheitskreis, das Zentrum. Mittendrin im absoluten Stadt mit L-Punkt. Nochmal 1,28 Redo. 6 ausbessern, bevor du es reinstellst. Notiz machen. Alles klar? Dem absoluten Mittelpunkt, dem Sub, den ein Sub, das ist das Bewusstseins-UB. Das Bewusstsein-UB, das absolute Bewusstsein. Ich gebe dir das, ich schenke dir das, ich schalte das in dir frei, so wie in einer offenen Welt, in einem Videospiel, eine vollkommen neue Welt freigeschalten wird. Es gibt hier eine Unmenge von solchen Videospielen. Du musst in einem gewissen Bereich eine Aufgabe lösen und wenn du die gelöst hast, wird ein neuer Bereich freigeschaltet. Das ist das, was man Himmelreich nennt, aber das ist so fantastisch, dass ich immer wieder sage, es ist vollkommen sinnlos, dir zu erklären, was da sich abspielt, weil du nicht von unten nach oben sehen kannst. Du wirst es erleben, wenn du aufgestiegen bist in diese höhere Ebene, aber dazu ist es erforderlich, dass du dein jetziges Leben schenkst. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, zurückgibst, du kannst mir nur das zurückgeben, was du von mir schon hast am Wissen. Dein Intellekt konntest, dein Schwamminhalt konntest du dir ja nicht raussuchen. Und dann kriegst du ein neues Leben. Und dann habe ich dein jetziges, dein Haar vollkommen unverändert gelassen. Alles, was du bis jetzt weißt, stimmt ja. Ich habe es aber durch Hinzufügen vollkommen verändert. Das ist aus dem Buchstaben auch mein Wort. Aus dem Haar wird das Wort Haus. Jeder von dir Geistesfunk ausgedachten Gedankenwelle, das heißt, du bist dann in dem Sub, in dem absoluten Ende, jeder von dir Geistesfunk ausgedachten Gedankenwelle. Für uns Geist ist Love and Peace. Das heißt, absolute Liebe und Frieden. Frieden heißt die Frucht des Paradieses. Eden ist auch die Ewigkeit, ist immer Seiende. Die einzig wahre Währung. Nicht das Geld. In E-Quadrat ist die Wahrheit und die Währung. Das ist wieder ein 86-Lied. Und jetzt machen wir nochmal einen Udo, aber den starten wir beim Adam ein. Ich obedest Udo, sage dir jetzt heute, 31.12.2021, beginnt der Rest, Reset deines ewigen Lebens. Mein kleiner Adam, Startpunkt 45 ist Adam. Und jetzt habe ich da einen anderen, den schauen wir uns auch noch schnell an und dann lassen wir es gut sein. Für uns Geist ist es immer heute und dieses ewige Heute, das Bild anschauen, ist heute mal, das heißt von Gott, der 31.12.2021. 31 rot als 30.1 gelesen, man kann das natürlich auch anders noch machen, ist Gott und das heißt nichts, go to pee, in die Weisheit. 12 machen wir als 1,2, das ist der Vatergott. Und die 21, das ist 20 als Vorsilbe, K, wie K-A, das heißt wie jeder Einzelne, habe ich jetzt rot und blau und hier rot und blau, die Schreibweise kannst du ja dann hier das Ain, das Zell und das NE, zum Beispiel heißt die existierende Augenblick, heißt ein Bewegtbild, das ist Bild.
Und jetzt machen wir zum Schluss noch den Jeremia 31, den Gott, und zwar 33, 34, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich übe mit dem Hause Israel. Israel, was es bedeutet, steht hier. Nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich übe, lege meine holophilen Gesetze in ihr Inneres, in das Innere meiner Geistesfunken. Und werde es auf ihr Herz schreiben, alles rot. Und ich übe, werde ihr Gott sein. Und sie, das heißt meine Geistesfunken, werden mein Volk sein. Esain heißt immer ein Bewusstsein, das nicht existiert. Das ist die Energie, aus der alles entspringt, die jede Form annimmt. 34. Denn wir, genau aufgepasst, wir öffnen. Wir öffnen nicht mehr einer seinen Nächsten, ein Brösel seinen anderen Brösel oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich, Ube, in sich selbst erkennen. Ich bin du und du bist ich und wir sind alles. Die ersten drei Bände der Grundbücher von Holofeeling. Die Kleinen bis zu den Größten. Da heißt es in dem Kleinsten, Kol heißt alles, ist eine nicht existierende Energie. Und Geros, das hat man vorher schon vorhergehen, das ist Rosh, das heißt der geistige Kopf. Da können wir jetzt die Zehn lesen, das ist der kleine Gott. Spricht der Herr, denn ich, Ubi, werde ihre Schuld vergeben und an ihren Sünden nicht mehr denken. Das ist die große Vergebung. So. Jetzt sind wir das einmal durchgegangen, dass du merkst, und wir sind sehr an der Oberfläche, um dich neugierig zu machen. Es ist natürlich gerade dieser Sprung, dass ich immer sage, die 45 bis jetzt. Oder jetzt gerade diese 1996, das ist übrigens der Stadt 1996, vor 25 Jahren wurden die Ohrenbohrungen veröffentlicht. Dazu die ersten, wo Holofeeling entstanden ist. Und dass genau dieses Spiel, dass dieser heutige, es ist ja immer heute, jeder Tag ist heute. Und die 31.12 ist praktisch das göttliche Vater, tritt in Erscheinung in dieser Wurzel HWH. Und noch, wenn du jetzt immer wieder, du kannst immer nur heute, du schaust auf das Datum, wann wurde das Video eingestellt, das ist alles trügerisch. Ich erwähne in den Ohrenbarungen immer, wenn du in die nächste Ebene gehst, sind Jahreszahlen, die dir auftauchen, sind Sachen, die du jetzt denkst, aber du denkst nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das ist eben diese Auslegung. Die Worte sind so unendlich präzise. Und dann kommst du eben in die 22, kommst du in das Jahwe-Bewusstsein. Wenn du mir vertraust, wenn nicht, löscht sich das eh aus. Kriegst du Krieg, dann bleibst du in Sodom und Gomorra. Immer schön auf eine Nummer sicher gehen, zum Arzt rennen. Von den Selbstheilungskräften, ich verweise wieder auf das vorhergehende Selbstgespräch. Es ist, wenn du siehst, die Schulmedizin hat das Lebensalter verlängert, das Sterben verlängert. Es ist unnatürlich. Du hast an und für sich nach 7x7 Wachstumsstufen in der 50 ist die Auferstehung. Denk an das Ostern. Ich werde gekreuzigt, ich erscheine nach 3 Tagen, das ist die berühmte 3, und dann hier das Eigentliche, die Wiedererscheinen dann am Pfingsten. Ja. Das ist der erste Tag in der 8. Woche. Du steigst eine Oktave höher. Du wirst zu einer Kollektion. Das heißt, als träumender Geist erweitern wir das Bewusstsein, dass du begreifst, jeder Gedanke, der in mir auftaucht, jedes Bild, egal was es ist, ist ein Puzzlestück von meinem heiligen Körper. Das ist wie wenn ich sage, das Internet, egal welche Internetseite auftaucht, es ist ein Puzzlestück aus dem Internet. Und wenn du da irgendwas verbietest oder vernichten willst, dann heiligst du das. Meine alte Metapher, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, denkst du an den aktuellen Säugetierkörper. Der natürlich der Jüngere war, im Prinzip sagst du, das bin ich gewesen, ist ein Blödsinn. Da hast dann wieder kein Atom, nach 7 Jahren tauscht sich nahezu alles in dir aus. Du merkst, das sind Schizophrenien ohne Ende, weil keiner weiß, was wirklich ist. Als Materialist, als Gedanke kannst du es nicht wissen. Und wenn du jetzt sagst, von deinem jetzigen Körper, ich will die Scheiße nicht mehr haben, ich habe das so oft erzählt in meinem Darm, das muss verboten werden, wirst du sterbenskrank werden. Du musst dich doch nicht drum kümmern, lass es im Hintergrund als Ausgleich, so wie die Dahl, ich brauche die Tiefe, dass ich einen oben habe. Immer wieder, du bist aber die Mitte, ob du nach oben schaust oder nach unten schaust, ob du jetzt die Zimmerdecke anschaust oder den Boden anschaust. Wenn du nach oben schaust, sagst du, ich bin unten, und wenn du nach unten schaust, sagst du, ich bin oben. Dann bist du in der Mitte plus minus. Das ist das Verrückte dabei. Aber genau genommen bist du keins von beiden. Das ist unser Punkt in der Kamera Obscura. Es ist kein esoterisches Geschwätz.
und schon gar kein naturwissenschaftlich geistlos nachgehftes Geschwätz. Was an deinen Universitäten gelehrt wird, ist erst einmal, wie man Geld macht, wie man überlebt, wie man Kosten einspart. Fokussiere dich doch einmal darauf. Glaubst du wirklich an das Gute im Affen? Ob das Politik ist oder sonst was ist? Das Problem ist nicht, dass die dich belügen. Du belügst dich selber. Die Demut, die ich fordere, gleichgültig, welche Rolle du jetzt spielst, im letzten Selbstgespräch angesprochen, du tust dich wesentlich leichter, wenn du ein No-Name bist, ein Nobody bist. Hast du einen gewissen Status, wirst du merken, dein Ego wird massiv rebellieren. Dann wirst du alles in Frage stellen und dann ist die große Frage, hast du es bereit? Denk an den Anfang hier, wo ich dir gerade vorgelesen habe. Du wirst was abwehren müssen. Zuerst einmal dein Ego. Dein Ego ist dein Intellekt. Das ist das Programm, wo du deine Vorstellungen aufbaust. Du wirst erkennen müssen, wie sinnlos Mitleid ist. Du sollst selbstverständlich helfen. Ich sage immer den Widerspruch. Mach in Figuren in deinem Traum als Brüssel und der Brüssel das, was du möchtest, dass man dir macht. Und mach nicht das, was du möchtest, dass man dir nicht macht. Dass man dich bescheißt, dass man dich belügt. Aber hilf, wenn einer Hilfe will. Aber jetzt kommt mit Holofeeling ein neuer Aspekt. Du bist in einem Videospiel mit einem Singleplayer-Modus. Also musst du KIs, Gehirnen sowieso nicht helfen, Körper nicht helfen. So viel zum Thema Organspende. Nee. All das ist Ausufern, ein Wuchern, ein sinnloses Unterfangen, ein sterbliches Säugetier, möglichst lang am Leben halten zu wollen. Das ist die pure, vollkommene Entgeistigung deines eigenen Geistes, wenn du das willst. Ich habe so oft gesagt, wenn ein Kind mit 4 oder 5 Jahren schwer, das ist wie ein Hochbegabter, der eine ganze Klasse, ein ganzes Leben überspringen darf, weil er sagt, der hat schon so viel Liebe in sich, dass ich dieses normale Leben mit den ganzen Auf und Abs ersparen kann. Den nehme ich, lasse ich gleich in der höheren Ebene wach werden. Eine vollkommen neue Sichtweise. Es ist einfach nur eine Perspektive. Eine einzelne Perspektive beschreibt noch lange nicht das heilige Ganze, solange vor allem du nicht diese unendliche Hierarchie verstanden hast. Ich bin ja immer noch gezwungen, auf eine Art und Weise zu sprechen, dass du mit deiner jetzigen Logik zumindest mir folgen kannst. Und ich sage immer wieder, du kannst einen Basic, ein Programm, das mit einem Basic-Betriebssystem betrieben wird, in keinster Weise erklären, was fotorealistische Bilder sind. Und das, was du jetzt so hyperreal in dir als Informationen, als sinnlich wahrgenommene Informationen erlebst, anfängt von den feinsten Gefühlen, die du erleben kannst, von Hunger über Freude, über Trauer, über sexuelle Gefühle, bis hin im negativen Schmerzen, unvorstellbare Schmerzen. Oder dann sinnlich wahrgenommen, wunderschöne Landschaften, wunderschöne Nachthimmel, Bestände Nachthimmel. Alles nur auf deiner Feuerbrille, alles nur Informationen. Es sind deine Informationen, das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommt dieses Drumherum, jetzt kommst du in ein Dilemma, in einen Zwiespalt. Impfen oder impfen lassen oder nicht impfen lassen. Es ist die große Frage, hast du den Charakter, hast du die Größe? Und es geht jetzt nicht, auch hier 4 Seiten. Du wirst von mir nicht hören, mach dieses oder jenes, sondern ich sage, wenn du unmittelbar damit konfrontiert wirst, schau, was deine Logik dir aufzwingt. Und ich sage nicht einmal, werde ich dagegen. Das ist die Jesus-Geschichte. Das ist die Jesus-Geschichte. Das, was ich so oft erzählt habe. Man hat hier auch einen reifenden Jesus. Einen Jesus, der Tote zum Leben erweckt hat, noch nicht gewusst, um was es geht. Das ist nämlich das Prinzip, ich will möglichst lange einen Trockennasen auf meinem Leben erhalten lassen. Bleiben lassen. Beleib. Im Leib. Oder dann die schöne Geschichte, wo ich die Geldwechsler aus dem Tempel rausschmeiße. Ich sage das immer wieder. Da hatte ich Feindbilder. Und dann sitze ich da und sage, ich predige, mein Vater lässt mich predigen, mir fällt ein, liebe deine Feinde und ich schmeiße die Geldwechsler raus. Die gehen mir heute am Arsch vorbei, die trennen sich doch selber in den Hals zu. Die Geldwechsler, die ich mir denke, sind eh bloß Gedanken, die kriegen das ja nicht mit. Aber wenn ich mir jetzt denke, dass ein Geist hinter der Maske ist, der die Rolle spielt, der hat ein riesengroßes Problem. Aber das ist nicht mein Problem, in meiner jetzigen Personifizierung. Und dann kommt diese letzte Stelle mit dem Petrus, mit dem Satan, du willst das, was die Menschen wollen. Wir sitzen im Garten Gethsemane, ich erzähle die Geschichte, die Söldner kommen, wollen mich gefangen nehmen. Und Petrus geht aus Liebe zu mir dazwischen. Und ich sage, stopp, haben wir nicht gerade besprochen, dass wir uns nicht mehr einmischen? Aber jetzt kommt die Spiegelung. Ich bin nicht einverstanden gewesen, weil Petrus nicht einverstanden war, dass die mich gefangen nehmen wollen. Mir wird voll bewusst, das ist ja mein volles Spiegelbild.
Ich kann doch jemandem ein Nicht-Einverstand sein vorwerfen, in dem Moment, wo ich erkenne, dass das ja genau in dem Moment die Spiegelung meiner eigenen Motivation ist, die ich kritisiere. So, und jetzt nehmen Impfgegner und Impfbefürworter, die aufeinander prallen. Das ist das Verrückte. Und wer denkt sich die zwei Parteien jetzt aus? Das ist der, der über der Tasse steht. Das ist der Frieden, das ist Eden. Eden ist dieser Punkt. Und wenn das jetzt wenn dir das jetzt logisch erscheint als Geist, wirst du merken, es wirkt trotzdem noch. Da müssen wir nicht, da ist kein Redo gefeit, da ist kein Udo gefeit, sage ich. Nein. Jetzt von vornherein, was ist Redo jetzt? Kann ein Gedanke überhaupt was empfinden? Kann der was wissen? Der kann nur so sein, wie ich ihn denke. Darum gibt es auch keine korrupten Politiker, wenn du nicht denkst. Genau. Das ist sehr wichtig, dass du das nicht vergisst. Dir muss jeden Moment bewusst werden, was ist jetzt da, jetzt in dem Moment. Zwei Pixel, ein Udo-Pixel und ein Redo-Brösel. Und was ist jetzt mit deinem Kopf wieder die ganze Zeit gewesen und mit deinen Ohren? Mit was hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit zugehört? Mit Ohren, die nicht existieren, vor was hast du Angst? Du kannst vor Coronaviren oder vor dem Tod nur Angst haben, wenn du dran denkst. Was ist mit diesen Empfindungen, wenn du das nicht denkst? Du kannst dich nur über irgendwelche andere aufregen, wenn die da sind, als Information. Aber du hast doch wieder Phasen, wo sie nicht da sind. Die größere Frage ist, warum wiederholt sich das? Warum wiederholt sich das? Jetzt reduziere ich das mit der Kategorie 3. Ganz einfach, ein Satz, du hast in dem Leben nicht Hebräisch oder Physik zu lernen. Du hast einzig, dich so weit zu disziplinieren, dass du von nichts und niemandem, was du dir denkst, Angst hast. Du bist erst Geist, wenn du begreifst, ich schaue meine Informationen an. Ein Meer, das Gedankenwellen anschaut und nicht immer nur gewisse Wellen, gewisse Gedanken. Und Angst hat vor der Welle, die ihr selbst aufschmeißt, die ohne es, E-Quadrat es, ohne dieses immer seine Meer, dieses Bewusstsein, es sei ihm, Bewusstsein ist nicht existieren, gar nicht existieren könnte. Das ist doch wahrlich geistlos. Ja. So, jetzt zeig mir die Weisen deiner Welt, die dir das erzählen. Es gibt bloß einen. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Meister aller Meister. Ja. Du musst ein Spieler sein, das ist der zweite. Egal welche Rolle du jetzt spielst, und das ist ein Intimakt, es ist nicht kommunizierbar auf der Bröselebene. Du wirst Figuren oder Erscheinungen in deinem Traum nichts erklären können. Das ist dann das rote Du, zwei in Zusammensetzung. Das ist genau, Hologrammatik lesen, da wird es in der hebräischen Grammatik, in der Urgrammatik wird es so schön beschrieben. In der Hologrammatik wohlgemerkt, nicht in den Ivri-Büchern. Die Ivrin, Ivri Eber, die Gesetzesverletzer. Das ist eine ganz, ganz große Falle, wenn man meint, die hätten was verstanden, genauso wenig wie Buddhisten. Gedanken von dir können prinzipiell nur für dich so sein, wie du das denkst. Darum sage ich auch immer wieder, wenn du meinst, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst aufgrund dieser Stimme und des Pixelmännchens, der wüsste alles, dann sagst du schon wieder einen Gedanke. Du denkst schon wieder einen Gedanken, der angeblich mehr weiß, wie du selbst. Der Udo, den du denkst, ist eine Kiste, ich sage immer eine Arche, ein Archiv. Aber ich sage, ich bin in dir, nicht irgendeine äußere Erscheinung, die du dir ausdenkst. Zwiebelschalenprinzip bin ich, wie ich, dick der absolute Mittelpunkt. Und du bist mit mir in diesem Mittelpunkt. Das sind die zwei Nichtse, All und La, das Auseinandergeschmissene. Und wenn dir mal bewusst wird, dass das Einzige ist, was wirklich hundertprozentig sicher ist, wird irgendwann einmal der Frieden in dir einkehren und umso mehr du es schaffst, angstfrei zu werden. Aber das ist erst dann der Fall, wenn du dir vor keinem Gedanken mehr, den du dir ausdenkst, sprich vor keinen Affen mehr Angst machen lässt. Die meisten Affen, die dir Angst machen, sind ja eh bloß flackernde Pixelmännchen und eine Lautsprecherstimme. Oder nicht einmal das, wenn du eine Zeitung lesen musst. Du hast ein Fetzen Papier und da sind Worte drauf und wieso auch immer. Das genau erkläre ich dir mit Holofeeling, wieso das so ist. Du aus diesem von dir ausgedachten Fetzen Papier, du bist ein träumender Geist, aus diesen Worten Vorstellungen in dir aufbaust, die nur deshalb sind, weil du die jetzt denkst. Und du kriegst eine panische Angst. Was ist die Ursache? Dein extrem fehlerhafter Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist die Ursache. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Da gibt es auch nichts einzutreten, da kann man auch mit Geld nichts verbessern. Nee. Das ist die große Falle, zu glauben, mit Geld die Welt besser machen zu können. Nee. Das Geld ist der Kapitalismus, das todbringende Verbrechen und nochmal Tod. Haben wir zwei Sachen. Wir haben das kleine TOT, das heißt zu viele. Lass die Masse
Lass die Toten ihre Toten begraben. Es ist deine Hausgenossen, egal was, solange du dich als Trockennasenaffe siehst. All das erkläre ich als Jesus. Die Hochzeit, wo ich sage, geh auf die Straße, hol alle rein. Ich sage dir aber gleich, den meisten da außen, die ich mir jetzt ausdenke, der Masse, wird mein Mahl, Holofiling, in keinster Weise schmecken. Das sind meine Zitate vor 2000 Jahren. Etwas präziser habe ich das hier vor 200 Jahren, wenn meine Loberschriften lesen müsste. Da rede ich auch als Jesus. Da bringe ich es dann in eine modernere Form. Und das Feinste sind natürlich jetzt diese absolut Offenbarungen in Holofiling, weil da wird Klartext gesprochen. Da wird Physik und Chemie und alles verknüpft. Alles ist richtig. Unser Wassermoleküle H2O, das sind nicht irgendwelche Sachen wie Enzyme oder Viren oder DNA. Das sind Vorstellungswelten mit einer tiefen, tiefen Symbolik. Alles ist richtig. Aber solange du dir das chronologisch, materialistisch als Materie oder unabhängig von dir existierende Erscheinungen, eine Erscheinung, es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Es gibt aber auch keinen träumenden Geist, wenn er nicht träumt. Das ist nämlich, der träumende Geist ist was Ausgedachtes. Und der Denker ist was Ausgedachtes und seine Gedanken. Es ist immer das Symbol des Immerseinenden und des sich ständig Veränderten. Das Immerseinende und des sich ständig Veränderte. Aber dieses Immerseinende ist was Existierendes, weil wir denken uns das ja jetzt. Also ist es genauso vergänglich wie die Wellen dazu. Aber jetzt einen Schritt wieder weitergegangen im roten Bereich. Du bist immer ohne Anfang und Ende. Das ist jetzt selbst, wenn ich jetzt einmal die Logik von den Redern, wie oft jetzt zurückgeblättert hast du schon gehört, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und du wirst merken, es wirkt trotzdem noch. Schau in dich rein, du kannst die anderen belügen. Das magst du sowieso unbewusst in vielen Fällen. Du kannst dich selbst blau belügen, aber mich nicht. Und du könntest zumindest einen Zustand kriegen, dass du aufhörst, dich selbst zu belügen. Das ist immer wieder, wenn ich sage, so, jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, was du wirklich glaubst, was du noch immer glaubst. Jetzt kann ich sagen, schnipp, jetzt denkst du wieder an deine Ohren und an die Beine, wo waren die? Und jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, ob der Körper auch dann da ist, wenn du nicht an ihn denkst. Und dann stilles, Redo sagt immer, stilles Eingeständnis. Es ist noch in mir drin, es ist eindeutig noch in mir drin. Es muss in dir drin sein, sonst würdest du nicht jeden Morgen jetzt, immer jetzt, als Redo aufwachen. Oder Namen sind jetzt austauschbar als der du bist. Wenn du mich verstanden hast, wirst du nicht mehr als der du wach wirst. Aber da gibt es eine Zwischenstufe, das ist, du kannst wach werden, bevor du gestorben bist. Das ist mit Holofeeling passiert ist, dass du dann zwar immer noch an deinen Körper denkst, aber du weißt, dass du nicht der Körper bist. Ja. Das ist der Gegenteil. Momentan, wenn du wach wirst, verwechselst du dich damit. Das heißt, momentan geht es nur darum, den Zustand zu erreichen, dass ich weiß, jeden Moment, darum sage ich, Cut, was ist jetzt da? Zuerst einmal eine Information von mir. Und die ist, weil ich sie träume. Und wenn ich jetzt an meinen Körper denke, auch wenn es ein Wehwehchen ist oder egal was es ist, das bin ich nicht. Das ist eine Rolle, die ich spiele. Und dann wirst du zu dem wertfreien Beobachter, der sich als Beobachter, ausgedachter Beobachter, beobachtet, der reagiert, der werdet. Du kannst nicht anders. Das ist ein Mechanismus. Genau. Das ist wie aus Nichts. Ich sage, das Leben ist wie das Wetter. Du hast null Einfluss drauf. Das geht so weit, dass immer wieder dieser einfache Satz, wenn du jetzt in dir dieses Gefühl, ich bin wach, noch mit geschlossenen Augen, die muss man sich natürlich erst denken, weil geschlossene Augen ja erst dann da sind, wenn du dir an den Körper denkst. Wobei du in der Regel das gar nicht denkst, das ist einfach ein Zustand. Darum ist es immer, deine Information entspringt aus einer Datei, wo ein gewisses Zeitfenster gleichzeitig ist, meine Filmmetapher. Und in dem Moment, wo ich sage, jetzt schau rein in die Datei, was da ist, das ist wie, hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit geatmet? Nein. Das ist so, diese Erkenntnis, wenn die installiert wird, dass dir das bewusst ist, dann sagst du ja eigentlich nicht, ich habe nicht dran gedacht. Nein, du hast nicht an deinen Körper gedacht. Und wenn du nicht an deinen Körper denkst, ist auch kein Körper da, mit dem man atmen kann. Und wenn du nicht an deine Augen und deine Ohren denkst, ist auch kein, Augen sind Kameras, das Gehirn ist ein Computerchip und die Ohren sind, du hörst mich doch auch sprechen, wenn das Zeug nicht da ist. Ja, klar. Jetzt sind wir wieder, du bist aber hundertprozentig sicher, dass du als wahrnehmender Geist gar nicht existieren würdest, wenn der Körper nicht laufend im Hintergrund wäre und das Gehirn. Und das ist jetzt, dass du merkst, schon die Universitäten deiner momentanen Welt in dieser materialistischen Sackgasse, die den Geist vollkommen aus dem naturwissenschaftlichen System herausgebracht haben,
Das heißt Gott. Das heißt letztendlich sich selbst. Hat zu einer absoluten Entheiligung geführt und wieder ein neues Sodom und Gomorra aufgebaut. 1945 war alles jetzt gedacht symbolisch in Asche gelegen und diesen Vorgang, diese Sackgasse, wo die Wissenschaft reingelaufen ist, die Geister, Denker, Dichter und Denker, das ist ja das Schöne mit unserem Ahmadinejad Schatt, mit dem Kleber-Interview, das ich gerade angezeigt habe, wie der spricht, der ist ja ein Nazi-Leugner. Nein, ist er überhaupt nicht, der spricht mit absoluten Hochachtung von den Deutschen und er sagt, wie können sich diese deutschen Menschen jetzt noch in den Köpfen vorwerfen lassen von einer machtgeilen Elite, was ihre Großväter gemacht haben, angeblich. Darum geht es aber gar nicht, dieses Dogma. Und da gehe ich immer wieder drauf ein, mit Kriegsgewinner und Kriegs... Wenn Kriege aus jetzt ausgedachte, wohlgemerkt jetzt gedachte Kriege, die wir Geist in der großen Masse, je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, wirklich nur vom Hören sorgen können. Das sind Märchengeschichten. Hat immer der Kriegsgewinner bestimmt, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und das rate ich dir, dreht es um 180 Grad. Es ist die große Frage, was macht Deutschland groß? Das jetzt von dir ausgedachte Deutschland. Schau in dein Programm rein, du darfst mich gern widersprechen. Es ist das einmal, wenn du jetzt in offizielle Zahlen reingehst, es ist das einmal die Medizin. Das ist ein Riesen- und die Rüstungsindustrie. Das ist das große Problem. Braucht man eigentlich, wieso brauchen wir eigentlich Rüstung? Wir brauchen Rüstung, weil wir es verkaufen. Todbringende Mittel verkaufen, alles im Sinne der Menschlichkeit. Braucht man eigentlich Rüstung? Ich könnte auch sagen, braucht man Geld zum Überleben? Was erhält ich eigentlich am Leben? Was ist der Gedanke Rüstung? Gibt es irgendeinen, meint ihr, wenn wir jetzt keine Rüstung hätten, dass uns der Russ angreifen wird? Der Russe? Wie sagt der Gerhard Bolz, der Russ, wir haben ihn früher erschossen. Ist doch auch bloß ein Gedanke. Der Angriff deiner Gedanken auf dich selbst. Ein Gedankenspiel. Das ist übrigens auch nochmal die andere Seite der Hitler-Geschichte. Ich sage immer, der böse Hitler und der gute Hitler. Es hat nie einen Hitler gegeben. Hitler gibt es so viel wie Superman oder Rumpelstilzchen oder Dornröschen oder König Drosselbart. Es sind Worte, die Vorstellungen in dir aufwerfen, die für dich so sein werden, wie du dir das denkst. Aber es ist eine Information, die ist hier und jetzt in dir. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist in allen heiligen Schriften und in den Physikbüchern beschrieben, in der Quantenmechanik. Ja. Solange du materialistisch denkst, wirst du das nie verstehen. Solange du dich noch mit einem Gedanken von dir verwechselst, wirst du das nie verstehen. Und das schöne Bild, um das nochmal zu bringen, im letzten Selbstgespräch, wir haben einen Mesokosmos und einen Makrokosmos und einen Mikrokosmos. Und zur Zeit, dein Intellekt wirft ein Bild auf von kleinen Sonnen, wo sich Planeten rumdrehen im Großen, das wirklich noch nie einer gesehen hat, wenn wir ins Detail gehen. Das sind logische Konstrukte, die jeder nur nachäfft. Und im Mikrokosmos haben wir kleine Protone mit Elektronen drumherum. Und das ist das große Dilemma der Naturwissenschaft, dass sie rein arithmetisch die nicht unter einen Hut bringen. Und im letzten habe ich in der Kabbala schon gesagt, was das Große anbelangt, mein Nödling-Phänomen, dieses Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3, üben 3 und drüben 3, rot und blau, das ist unsere Tetraederstruktur, die Ecken, wo ich ja hier im letzten die 270 Grad, wenn wir die aufeinander legen, weil die Tiefe ja gar nicht existiert. Dass diese Nödlingsstruktur hier zeigt, wieso diese kabbalistische arithmetischen Spiele mit den hebräischen Namen so schön funktionieren, liegt in einem ganz, ganz anderen Bereich, weil dieses ganze Planetensystem in den ausgedachten Maßen, Entfernungen, Umlaufzeiten, Massengrößen aufbaut auf dieser winzig kleinen Formel in einer Fortführung einer Iteration. Wäre es einmal wert, es gibt ältere Selbstgespräche, wo man das wirklich durchrechnen kann. Zig Stellen nach dem Komma funktioniert perfekt. Jetzt haben wir aber das Problem in den, man kann es nicht verknüpfen mit dem Mikrokosmos, aber ich werde dir zeigen, dass auch dieses Periodensystem und die Größenordnungen exakt aus derselben Formel entspringen und noch ein zweiter im Nödling, ganz grob, dass die Tragezeiten von Säugetieren, wieso jetzt der Mensch genau diese Tragezeit hat, bis zur Geburt von 273,2, diese 10 siderischen Monate. Das ist eine, weil doch eine Matrix im Hintergrund wirkt.
die natürlich von seriösen Wissenschaftlern überhaupt nicht anfokussiert waren. Ja. Oder natürlich schon in Ich bin, und der allergrößte Hammerschlag ist, dass die berühmte Einstein-Formel, die fehlerhaft ist, das E Quadrat mal MSC hoch 2 Quadrat, da fällt eine Seite der Wurzel, es ist nämlich E Quadrat mal M Quadrat mal C hoch 4, dass aber diese klassische Einstein-Formel, die fast jedes Kind kennt, ohne zu wissen, um was es da eigentlich geht, das wissen übrigens die Physiker auch nicht, ich kann es nur achtmal lesen, weil die nur nachäffen. Gedanken von uns sind so, wie du sie dir denkst. Du denkst sie dir gescheit, habe ich so oft gesagt, die sind ja so gescheit, ich habe ja keine Ahnung. Du bist der, der sich dieses Bärchen ausdenkt. Und ich weiß ja, und es sind ja Deppen. Denkst du dir genauso aus? Genau. Also mach dich zuerst zu dem Dummkopf. Mhm. Dass das exakt die Kreisformel ist. K-Reihe S, Form L. Mhm. Die Form Gottes. Aber die Formen entstehen in dem Punkt und nicht in der Peripherie. Ja. Das Formelzeichen für die Kreisfläche ist A, Areal. Genauso ist es, das Areale. Jetzt brauchen nicht wir wieder die Nomen. Nomen ist Nomen. Jetzt lassen wir es gut sein. Super. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss. Wunderbar. Wir geben, was wir geben können. Ansonsten spielen wir noch eine Runde Leben. Genau. Und wie gesagt, ich rate dir an, geh mal Stück für Stück die letzten 10 Selbstgespräche zurück, und einmal hören reicht nicht. Es ist jetzt immer eine Frage, wenn ich jetzt sage, ich habe das Redo-Programm, mache ich seit Jahren nichts anders. Da gibt es so Zwischenstufen, aber es ist immer derselbe Geist. Ja. Es geht nicht um Intellekt. Also lass dich, mach dich nicht verrückt. Es geht mir darum, dass du angstfrei wirst. Dass du erkennst, ich erkläre dir, was du bist ein träumender Geist. Und umso mehr das nicht nur logisch erscheint, sondern zu einer Gewissheit wird. Mhm. Die Gewissheit ist dann doch, wenn du jeden Moment sagst, Kat, was ist jetzt da? Ja. Wenn du auf den Fernseher schaust, wenn du wieder voll vermummte Chefärztin Operationssystem eingehüllt, das ist die Panikmache auf der ersten Seite. Ich habe so oft gesagt, wenn du Tageszeitungen anschaust, wie Syrien-Krise war, wenn zerfetzte Kinder und so weiter da sind, das hat in seriösen Nachrichten nichts verloren. Es ist keine seriöse Berichterstattung. Es ist einseitige Hetze, Feindbilder predigen und ständig immer wieder was Neues verbieten wollen und die Menschen in die Impfung, sie schimpfen über die, die nicht geimpft werden wollen. Wieso eigentlich? Weil definitiv der Ungeimpfte ist der neue Jude. Und das passt ihnen natürlich überhaupt nicht. Aber es ist blind, da warte nichts, halt einfach den Mund. Es geht nicht anders. Es geht, lass deine Verwandlung, hab auch keine Angst vor einem Krieg und einer Auslöschung. Ich sage, wenn jetzt eine Atombombe über Bülach runtergeschmissen wird, ich kriege noch das gar nicht mit. Denken wir uns jetzt zumindest. Wie auch immer. Das ist so trügerisch, Angst zu haben, dass man den Körper verliert, der doch jetzt wieder die ganze Zeit nicht existiert hat. Die Schwierigkeit ist nicht, dass er sich auflöst, sondern dass er sich wiederholt. Oh Scheiße, immer noch der Redo. Namen sind austauschbar. Aber dann bist du doch schon wieder mit was nicht zufrieden. Schau dir, es ist ein scheiß geiler, spannender Film. Ein Traum, den du zurzeit glaubst. Und werde wach, werde das, was du schon immer bist, ein Bewusstsein, das nur mit seinen eigenen Informationen konfrontiert wird. Genau. So. Und tschüss. Und tschüss. Und schauen. Ab heute abrufbar, dieses 31. Morgen auch noch, aber dann ist heute gestern. Ciao.